Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Mit mir, dem Max. Und dem Christian. Und ich hätte jetzt beinahe gesagt, und der Kali. Wer ist denn? Hätte ich aber Christian gesagt. Ja, danke. Das geht ja gut los. Ja, wisst ihr was, das ist ein Riesenunterschied zum letzten Mal. Da haben wir uns nicht mehr so gut sehen können. Es war schon etwas dunkler im Garten. Ja, ja. Und ich jetzt gerade konnte ich euch so gut sehen. Ich dachte so, na, wie geht's wohl weiter? Ja. Ein super Start. Ja, also wenn wir drei da sind, weiß man schon, Musicals sind das Thema, oder? Ist das jetzt so? Genau. Heute hat Christian ja seinen Film, den er vorstellt, sozusagen. Was heißt vorstellen? Ja, also, stellen wir den auch selber vor, aber da können wir gleich noch zu kommen. Also genau, wir können nur, damit es nicht zu so einem großen Geheimnis wird, wer jetzt noch nicht den folgenden Titel gelesen hat, also Bob Fosse's Sweet Charity steht an. Bevor wir da so reinsteigen und uns warm reden, ihr habt ja schon durchblicken lassen bei der letzten Folge, dass ihr auch sozusagen jenseits der Kinoleinwand euch mal ein paar Musicals geben wollt. Und das habt ihr auch nicht einfach irgendwo gemacht, sondern sogar mehreren Orten, oder? Aber erzählt mal vielleicht selber. Ja, wir waren Ende Juni, also wir haben ja hier leider, eigentlich sollte diese Folge, glaube ich, schon früher mindestens aufgenommen werden und wahrscheinlich auch dann dementsprechend ein bisschen früher veröffentlicht werden. Aber so wie das Leben bei uns immer mal spielt, kam bei uns auch wieder was dazwischen. Und wir waren Ende Juni in London und haben das West End gestürmt und viel, viel größer. Es gibt ja, glaube ich, nur noch den Broadway, der quasi dann das Mekka wäre, was Musicals angeht. Wird es ja nicht mehr. Und haben da ein paar Musicals uns auf der Bühne angesehen. Ja, soll ich anfangen? Ja. Ja, allen voran, das Musical, warum wir überhaupt nach London gefahren sind. Okay. Hazzers, da haben wir ja damals auch den Film besprochen. Ja, jetzt, das noch, und also in den ersten 10 Folgen war das sogar, glaube ich, noch. Ja, das war auf jeden Fall die erste Folge, bei der ich bei euch Gast war. Ja, ich glaube auch überhaupt der erste Gast, wenn ich mich recht entsinne. Ja, der Stapel richtig hoch. Ja, nichtsdestotrotz, es ist für mich immer ein Traum, dieses Musical zu sehen. Weil ich ja den Film unglaublich liebe, ist ja auch kein Geheimnis mittlerweile und das lief halt immer nur in den USA. Und es war halt die europäische Weltpremiere und ich hatte das durch Zufall gesehen, dass die halt für 2 Monate auf Tour da sind, als Projekt sozusagen, und da habe ich dann gleich gesagt, wir müssen da hin und dann sind wir auch hin. Und das war Azar Palace, das ist sozusagen das Haustheater von Andrew Lloyd Webber selbst, der hat auch mitproduziert. Und das ist halt auch so ein Projekt, da haben sie halt ein paar Briten gecastet und das zusammen gemacht. Und das war fantastisch. Also es war jetzt schon auch die britische Version, da hat jetzt nicht der Broadway sozusagen. Nein, es war komplett die britische Version. Also das ist die Texte, das war alles das Originalmusical, was halt in den USA immer gespielt wurde, aber es ist halt sozusagen britische Belegschaft gewesen. Und weil, wegen amerikanischem Highschool, es ist ja vielleicht, wenn wir jetzt gerade nicht Hazzers jetzt gerade verknüpfen kann, so, wurde das sogar auch umgemünzt, also auf Großbritannien? Das ist alles Originalskript. Das war halt, die haben auch bis auf den JD haben auch alle ihren britischen Dialekt weggenommen. Ah, JD ist nachher, als er sich reingespielt hatte, immer wieder in dem zweiten Akt immer mehr zum Briten geworden. Ja, ist klar. Aber das war halt jetzt wenig gestört. War auch ganz toll gemacht, haben sie auch sehr schönen Zählenabklatsch gemacht. Die Hauptrolle war halt Carrie Hope Fletcher. Das ist halt eine Hausnummer in London selbst. Mhm. Das ist eine Redakteurin selbst, Buchautorin, halt auch Gelegenheitsschauspielerin. Und die eine Vloggerin stand auf dem. Und Bloggerin, die aus einer berühmten. In YouTube-Channel. Ja, die kommt halt aus einer berühmten Künstlerfamilie, selbst in London, also vor Ort ansässig. Und mit der haben sie auch groß Marketing gemacht. Und das ist letzte Woche auch hier das erste deutsche Buch erschienen, das ich mir heute gekauft habe. Weil ich einfach nur als Hommage an sie, also war ganz toll. Und die hat eine fantastische Stimme und die hat wirklich so die Stimmleistung auch vom Original erreicht. Ich hatte mir vor etlichen Jahren mal den Hazzers Soundtrack runtergeladen und jetzt mittlerweile auch gekauft und die war exakt die Stimme. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist die gleiche Aufnahme. Das haben sie ganz toll gemacht und auch mit den Szenenwechseln und dann auch anspielen. Das Theater selbst, das war auch sehr, sehr klein gehalten. So im Halbkreis gehalten. Also klein ist vielleicht der falsche Eindruck, also man locker, was passen da rein? 300, 400 Leute? Ja, und das war halt so schön gemacht, weil war so 50 Zentimeter Höhenabstand zwischen dem Vormann, das heißt, du hast das Gefühl gehabt, du hast immer komplett freie Sicht gehabt, egal wo du saßt.
Und das Schöne an der Sache war, ich hatte mich ja auch schon mal drauf gefreut, dass das die meiste, also es war sehr internationales Publikum gewesen. Mhm. Und wir waren meistens wirklich Hesses-Fans, also jetzt nicht um die klassische Theatergänge, sondern wirklich Leute, die auch extrem verrückt danach waren, auch mit eigenen T-Shirts gemacht mit dem Motto Hesse shut up und was da alles so war. Mhm. Ne? Also das war total schön. Deswegen, und die Leute sind mitgegangen, also da gab es Szenenapplaus, das war manchmal so wie Standing Ovations bei uns in Deutschland. Also, und das nur in den Szenen, das war fantastisch gemacht. War das musikalisch ein 80er-Revival eigentlich? Oder wie nur in der Pause. Also in der Pause lief hier der Kommissar in der englischen Version. Okay. 99 Luftballons lief auf Deutsch. Ja. Die Pausentitel haben sie auch, glaube ich, irgendwie auf der Webseite mittlerweile veröffentlicht. Ja, und sonst ist das ein Musical halt. Ja, aber ist jetzt nicht so, in den 80ern verortet ist der Film. Ja, da orientieren sich gar nicht, das ist ganz frei. Die haben sozusagen dieses Übertriebene, diese auch so übertriebene Kostüme, die auch die Hesses da tragen, aufgegriffen, denn halt diesen und die anderen haben halt diesen klassischen Highschool-Look, also die spielen mit den Klischees dann, ne? Das mit dem Mauerblümchen, die Sportlerin, also sowas, das ist ja aus der Zeitebene komplett frei. Ja. Und also das ist halt Musik, ist halt klassische Musical, Popmusik, sage ich jetzt mal, das ist Pop. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel, wenn du jetzt 80er-Musik, würde ich zum Beispiel sofort an Synthie-Pop sowas denken. Und das ist auf jeden Fall nicht. Nee, das ist klassischer. Ich weiß auch gar nicht, also gibt es Anleihen an die Musik des Films? Und ich muss dazu aber gleich sagen, ich wüsste die Musik des Films nicht mehr. Ne? Nein. Nein. Also das Einzige ist, also im Film selbst, es wird ja auch relativ viel Musik verzichtet. Da gibt es halt immer diesen Melodie, die mal wieder kommt, die haben sie auch im Musical drin. Ja. Ich kann es ja nicht nachmachen. Nee, ist okay. Aber es gibt dieses Thema, das ist dieses Dim, 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 so dieses Motto. Und das ist dann halt auch immer drin, wenn es ernst wird, immer wenn so brenzlige Situationen sind, zu sich zuspitzt, dann wird die Musik unterbrochen, da kommt dieses Dim, Dim, Dim. Ja. Und das war's. Ansonsten also wirklich dieses Klassik. Also ich komme Beethoven will das. Ja, ne? Nicht Beethoven. Nein, du meinst, ich kann es nicht nachmachen. Okay, das ist einfach nur so eine Melodie mit 3-4 Tönen und das war's. Das ist so typisch. Ich habe ja den Film als einen besonders schwarzhumorigen, eigentlich auch, also schon bittergalligen Film auch eine Erinnerung, so, ne? Also der hat ordentlich Widerhaken. Wie transportiert das Musical das? Also, Übernimmt das komplett. Das ist fantastisch. Also die Figuren sind, also im Film waren die ja auch schon extrem überspitzt, die Charaktere. Die waren ja auch nicht reell. Die war ja auch alles extrem over the top. Musical passt das natürlich perfekt auch hin. Die beiden, die sozusagen Red die beiden Footballer, die haben das so überzeichnet, dass es so geil war, mitzumachen. Also es hat Spaß gemacht. Die haben wirklich dann halt übertrieben auch geredet, vom Dialekt überredet, von Betonung, Intonation, haben auch doof geguckt. Also das haben sie wirklich schön gemacht. Und die Hesses waren natürlich auch richtig tussi, ne? So richtig, richtig hart. Es gab auch wieder sehr geile Zeitlupenszenen. Ja, da gab es eine Kampfszene, sozusagen, wo JD eingeführt wird als der Neue in der Schule, der sich nichts gefallen ist von den Footballern. Und sie singt dann halt das Lied, die Sequenz, das Lied heißt Fight for Me, also dieses kannst du nicht heimlich für mich kämpfen so. Und sie hat das sozusagen, du siehst nur ihre Sicht und alles andere ist so mit einer Freeze-Situation. Die machen dann halt so eine Zeitlupe, so einen Boxkampf und haben sie ganz toll gemacht. Das fand ich super. Also das war echt schön. Ja, war sehr, sehr Spaß. Und das Highlight war natürlich hier der Akt, wo sie verstoßen wird. Mhm. Und das, was im Film ja die Party ist, letztendlich, wo sie dann einfach geht und nicht mitmachen möchte. Und das haben sie halt auch transportiert mit der Party, haben das sozusagen mal in Musical die Beziehung zu dieser Martha, der dicken Außenseiterin, was halt im Film nochmal drin war, haben sie jetzt in einem Musical als beste Freunde deklariert aus der Schulzeit, dass sie in engere Bindung war, dass sie halt, also haben sie dann so geregelt, dass sie dann halt immer diese ganzen Pranks mitmachen muss und alles. Das will sie natürlich nicht, weil sie ja mit ihr befreundet eigentlich ist. Und das ist sozusagen der Katalysator und deswegen wird sie dann halt aus der Gruppe geschmissen und dann singt sie halt Dead Girl Walking. Ganz coole Frequenz, wo sie sagt, jetzt bin ich hier Dead Girl Walking und ich muss jetzt, ihr muss sehen, ich habe bis Montag um 9 und bin tot und was mache ich jetzt das Wochenende? Und dann geht sie jetzt dem JD hin, klettert dann rein und dann dieses, ja, ich habe jetzt beschlossen, kann ich das überhaupt sagen? Dann geht halt die Musik nach dem Motto, ja, ich knall dich durch bis Montag und ich möchte Jungwirt werden und du bist jetzt derjenige und du hast kein nicht mitzureden, ich bin hier, ich bin willig, ich bin dann ich nehme die Pille, komm mach. Ja. Und dann haben sie sozusagen so eine Sexszene nachgestellt, also voller Energie und das haben sie aber auch wirklich schön gemacht und dann auch mit Humor auch immer drinne, nach dem Motto, ja, jetzt sind sie fertig und sie reitet ihn und denn übrigens warst du mein Erster und also die ganze Zeit so und das ist echt schön gemacht. Man kann auch sagen, das ist ein Musical für Erwachsene, ja, so wie es der Film auch ist ja und das ist auch irgendwie ganz schön, weil ich merke, das ist so
Also so wie mal irgendwie für mich auch das Klischee meiner Eltern gegolten hat, Trickfilme sind immer Kinderfilme, so, ne? So gab es, glaube ich, auch mal in meinem Kopf sowas wie Musicals sind immer Familienfilme oder so, ne? Mhm. Und ja, das ist natürlich, also die Filmmusicals, die ich so kenne und die ich schätze, die haben können das schon sehr klar auch differenzieren. Und ja, bei Hazards habe ich jetzt eigentlich auch nichts anderes erwartet, aber ich war jetzt noch gespannt, ob es vielleicht eine versüßlichste Version ist oder so. Also, aber eigentlich geht das ehrlich gar nicht. Der Stoff ist ja auch. Also ich merke, ich habe ein bisschen Erinnerungslücken. Ich kriege den Plot nicht mehr ganz zusammen. Aber ja, ich finde es auch ganz toll, dass, was du gerade sagst, das Klientel. Du warst ja eigentlich immer so ein klassisches Klientel, wo du, je nachdem ungefähr, was sich mal wiederkehrend ist. Und da war wirklich so, wo ich sagen würde, ja, so von Anfang 20 bis 40, war so zu 90%. Dann hast du mal kurz ein paar Ausschweifer nach oben, unten gehabt. Aber eigentlich war das so dieses alte, dieser Jahrgang, die, glaube ich, auch alle mit dem Film so aufgewachsen sind, wo ich sagen würde, das war halt so auch unser Jahrgang, wo die wirklich, ich hatte das Gefühl gehabt, da waren nicht so viele wirklich Leute, die geguckt haben. Sondern es waren wirklich Hardcore-Fans, die deswegen auch angereist sind. Ich glaube, du neben dir saß noch Polen gewesen, waren Polen neben dir. Ich hatte Skandinavier neben mir. Also es war halt, und international, das war ja auch komplett ausverkauft, alle. Es war ja komplett weg. Wie viel früher habt ihr das eigentlich gebucht? Das muss man ja schon ein bisschen planen, ne? Nachdem, ich hatte das gesehen. Ja. Durch Zufall, weil ich ja immer bei West End Theater auf der Seite unterwegs bin. Und dann, als ich es gesehen habe, ist mein Herz ja stehen geblieben. Dann musste ich das auf Arbeit durchboxen, dass ich das Wochenende frei kriege. Ja. Hab Max davon überredet und als das war, habe ich sofort gebucht. Ich habe erst gebucht, bevor ich überhaupt den Flug und alles hatte. Und das war vielleicht 3 Monate vorher, 4 Monate. Ja, ja. Also eine Woche nach Verkauf, 2 Tage nach Verkaufsstart. Und dann 2 Tage später war es komplett ausverkauft, alle Vorstellungen. Genau, und was war es, 2 Wochen, ne? Nee, 2 Monate? Läuft, also war der, was ursprünglich es war jetzt 2 Monate ursprünglich, jetzt haben sie letzte Woche gesagt, dass das so richtig extrem angenommen wurde, es ist jetzt fest im West End verankert. Die haben jetzt ihre Premiere sozusagen nächsten Monat sozusagen als feste established. So. Okay. Ganz tolle Sache, freue ich mich, will ich gerne nochmal sehen. Ja, also manche Sachen laufen da ja wirklich beeindruckend lange, manche Sachen sind schnell wieder verschwunden. Ja. Also, sag mal. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wer sich nach London begibt und 5 Euro und ein bisschen mehr in der Tasche hat, der sollte da auf jeden Fall sich eine Karte gönnen. Also das war echt toll. Also ich meine, ich war auch ganz nervös schon, weil ich es ja so lange sehen wollte und der Film ja auch so meins ist. Und deswegen habe ich schon gedacht, das kann ja nur schlecht werden, aber es war wirklich fantastisch. Haben sie so super gemacht, hat echt Spaß gemacht. Also ich habe mich auch mit dem Merchandise-Shop alle eingedeckt. Konntest du auch die ganzen Dialoge, also alles als Buch sozusagen verfasst, alles nehmen. Dann hatte ich mir das mitgenommen und dann halt die CD gab es leider nicht. Die habe ich mir jetzt nochmal aus den USA bestellt. Die Board-Variation, aber ganz toll. Mhm. Wirklich haben so, hat mein Herzchen hüpfen lassen, auch als Fan. Und das fand ich super. Und das war, und was ich einfach toll fand, war die Stimmung auch, weil die halt immer, wenn irgendwas war, die so, und yeah, und gleich alle mitgemacht, aber alle Leute, ne? Da war so klar, das magst du dann auch, wenn du auch so, wenn da keine Standing Ovation kommt, weiß ich auch nicht. Also das war der Hammer. Also hat echt Spaß gemacht. Ja, das war der erste Abend. Dann war eigentlich angedacht Orlando Bloom in Killer Joe. Ja. Aber da hatten wir quasi 2 Wochen. Das hatte ich jetzt zum Hochzeitstag geschenkt. Kein Musical, aber ein Theaterstück, das mir auf jeden Fall schwer interessieren würde. Aber 2 Wochen vorher oder 1,5 Wochen vorher kam halt eine E-Mail. Orlando Bloom wird nicht dabei sein, weil wenn Sie Kontakt zu uns suchen, hier können Sie uns erreichen. Und dann haben wir umgebucht auf Strictly Ballroom. Mhm. Guck mal, er hätte das war dann gleich so, das war so das No-Go so. Nee, ihr wolltet schon wegen Orlando Bloom so, ja. Ja, schon. Ja. Also naja, offensichtlich auf jeden Fall auch. Hätten es auch gucken können, aber dann gesagt, was ist sonst noch für Möglichkeiten? Dann also ich wollte nur kurz, ich könnte sein, dass jemand zufällig jetzt in dem Podcast, der den gerade hört, nicht weiß, dass William Friedkin, also ein Spielfilm aus genau diesem Theaterstoff, es war ein Bühnenstoff, bevor es ein Kinofilm wurde. Und als ich den Kinofilm gesehen habe, dachte ich, oh ja, ich ahne, was für ein aufregendes Theaterstück das sein könnte. Ich finde, es hat wirklich die Dimension von Streetcar Named Desire so. Also was da so los ist. Also kennt ihr den Film? Endstation Sehnsucht. Ich habe tatsächlich das Theaterstück vor 2 Tagen gelesen von Tracy Letts, ist das ja. Und ich habe mir das, dadurch, dass wir das Stück nicht sehen konnten, hatte ich das Buch da mitgenommen aus sozusagen. Ja, stelle ich mir ja auch eine interessante Erfahrung vor. Ich glaube, es hat Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Das ist wirklich, du hast recht, das ist die gleiche Atmosphäre tatsächlich. Also irgendwie, also dieses irgendwie ganz unten und da brodelt so richtig. Das ist richtig doll, ja. Aber das Stück hat aber tatsächlich auch wirklich ein Riesenband weiter an Kritiken gekriegt, von richtig gut bis richtig schlecht, alles dabei. Ja, es ist hammerprovokativ. Ja. Auch der Film hat hammerkontroversen gemacht und ich finde den Film, also ist jetzt auch, also das wäre zum Beispiel so ein Film, ich finde ihn sehr sehenswert, aber je nachdem, wer mir gerade gegenüber sitzt, würde ich das immer noch mal ein bisschen einordnen. Ja, guck mal, oder
Ja, also auf jeden Fall sehr, also ja, bewegend, glaube ich. Jetzt habt ihr natürlich den, also auf jeden Fall noch ein Musical nachgeschoben. Ja, erzähl mal. Strictly Ballroom kenne ich als Kinofilm von Baz Luhrmann. Genau, kenne ich ja noch nicht, aber war auch so einer, ja, müsst ihr auch mal irgendwann gucken. Hat mir, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, so Baz Luhrmann, ne, ist so ein Typen, wo man die Filme gesehen haben sollte. Ja, war auch wieder überwältigend inszeniert, ausgestattet, also eben natürlich viel mit Tanz oder mehr Tanz zu ein paar bekannten Pop-Songs, zu ausgewählten, als jetzt Gefühl, also bei Heathers war es eben eindeutig ein Musical, es wurde sehr, sehr viel gesungen, es wurde auch bei Strictly Ballroom gesungen, aber da fand ich, war der Schwerpunkt mehr auf dem Tanzen. Also abgesehen von bei Strictly Ballroom, also ich finde, das waren Welten auseinander. Bei Strictly Ballroom hast du eigentlich einen sozusagen einen Erzähler, der durch die Geschichte führt, und der ist eigentlich der 90% singt. Die anderen Charaktere haben eigentlich nur im Finale einmal einen kurzen Gesang, die beiden Hauptcharaktere ansonsten singt eigentlich nur er. Macht er aber fantastisch, das ist gar nicht der Punkt. Der Erzähler, Entschuldigung, wer ist der Erzähler? Also ich bin gerade neugierig. Der Erzähler war leider spontan, haben wir also Pech gehabt, umgebucht. Name und also ich meine, also wer im Film, also war, hatte der auch eine Rolle im Film oder war er wirklich nur Film habe ich nicht gesehen. Nein, Entschuldigung, also. Im Stück. Ach so. Nee, er war der Erzähler vom Stück, er ist immer durch, okay, danke. War der Erzähler. Ich überlege gerade, ob er nicht nochmal so als handelnde Figur mit auftritt. Aber nö, keiner von den Hauptfiguren, nicht der Tänzer. Nee, genau. Also er kam immer rein, hat erzählt, hat dann mal so aus dem Off sozusagen auch hingestellt, hat dann sich dann einfach, wenn dann die Szenen losging, hat er sich einfach so zugestellt als Statist, also das war schon so als Erzähler. Ja, interessant, ich war mich neugierig, als ihr das erzählt habt, ne? Weil ich wusste ja schon durch den Film, obwohl man das in dieser Red Curtain Trilogie irgendwie, ich weiß, so das ist ja so eine nachträgliche Idee von Baz Luhrmann zu den tatsächlichen Musicals Moulin Rouge und Australia einsortiert. Bei Australia weiß ich gerade, glaube ich. Australia ist ein Musical? Ja, ist es interessanterweise. Nee, Quatsch, Australia. Welcher Film ist denn das? Nicht Moulin Rouge? Also jetzt Great Gatsby? Nein. Nee. Ja, ist lustig. Das ist schön, dass wir da. Dass aber auf die also Ballroom und Moulin Rouge wäre mir auch eingefallen, aber den dritten komme ich auch gerade nicht drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Na, Romeo so, und Julia ist auch nicht. Ja, doch. Quatsch. Ja, ich merke gerade, ich habe gar keine Ahnung, wie die Red Curtain Trilogie gemeint ist. Ich vermute fast. Es geht immer, glaube ich, beim Film am Anfang der Vorhang so auf. Und aber ist da nicht Great Gatsby mit drin? Da geht doch der Vorhang auch auf. Das war schon, also das Moulin Rouge war schon klar, dass das sozusagen das beschließt. Ist lustig. Naja. Ich glaube auch fast, dass Romeo und Julia dazugehört. Da habe ich mich ja schön reingaloppiert. Zurück zu Strictly Ballroom, von dem ich jetzt nur reinwerfen wollte. Der ist ja gar kein Musical. Also das und ich war schon neugierig, wie sie das jetzt zu einem Musical machen. Das ist bei Heathers ja nicht anders gewesen. Ne? Und interessant, dass sozusagen offenbar diese Form von Strictly Ballroom, der natürlich verdammt viele Tanzszenen hat. Er taucht eigentlich Time After Time zufällig auf als Lied. Naja, interessant, weil das ist in dem Film auch ein sehr wichtiger, also das ist die Montage schlechthin so für Veränderung. Ja, schön. Ja, also es war auch, also einfach so dieser ganze Produktionswert, der da auf einen einprasselt. Und wenn dann ganz am Schluss die Hauptszene oder das Finale kommt und dann kommt natürlich auch noch ein bisschen Konfetti von oben geregnet, so das ist schon so, da merkt man, ach ja, man wohnt doch in einer relativ kleinen Stadt im Vergleich zu so einen solchen Aufführungen dann. Ja. Also war auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ja. Ach, fand ich auch toll. Also die Tanzszene, das war der Hammer. Also auch die ganze, du hast viele, die haben sich an auch. Ja, sehr, sehr viele und dann auch vor allen Dingen auch diese, hast du richtig von den Kostümen her natürlich alles over the top, extrem verkitscht, aber auch richtig bunt, so richtig, das ist richtig Show gewesen, also so richtig so, wie es sein soll, auch richtig schön gemacht und auch die Charaktere waren auch sehr schön überspitzt wieder dargestellt, ich meine, das ist ja typisch Musical. Ich fand, die Mutter sah Hammer aus wie bei Verrückt nach Mary, die eine, die immer zu, die ältere Dame, die immer zu Smoke hat. Aber das war wirklich sehr, sehr viel Glitzer, dann Tango, Foxtrot, alles Mögliche. Und dann hast du wirklich die Muskeln der Tänzer gesehen und wie die da, wie die von der Szene in die nächste gehüpft sind. Also der Hauptdarsteller, der war gefühlt immer zu auf der Bühne und der ist nur getanzt, hat dann gebrüllt, getanzt. Der muss eine Kondition haben wie ein Bär, ne? Also das war... Haben Bären Kondition? Weiß gar nicht. Ich fand das total schön. Ich fand das am Ende so, mir kam fast vor Freude so die Tränen, weil das sowas von Happy End mäßig war. Das war so schön gemacht, das war toll. Und da war, das war die Nachmittagsvorstellung am Samstag. Ja, und das Klientel war der Hammer. Das Klientel war eigentlich eher so, na, ich sag mal, guten 90. 45 plus. 90% weiblich. Und neben uns auch eine Frau, die ist so ordentlich mitgegangen, ständig, oh du. Das war eine Amerikanerin und die fand es total toll, dass du so mitgegangen bist. Die hat mich noch angesprochen, weil Max hat immer den Kopf gewackelt und so ein Händchen gewackelt. Und die fand das so toll, weil sie halt meinte, oh ihr Mann, der ist so dabei, da möchte ich auch mitmachen. Und deswegen ist die im zweiten Akt so abgegangen wie Schmidts Katze. Und es war eine Rentnerin. Also die war super. Cool. Die beiden zusammen und sowieso der Hammer. Ja, ich verstehe.
verstehe. Es hätte also ab und zu meine Kamera in den Saal gebraucht, um das Bild komplett zu machen. Aber das war schön, das hat Spaß gemacht. Und dann kam sozusagen der Abschluss der Musicals. Ja. Hatte ich schon öfter in der Empire von gelesen, da war auch öfter schon Werbung drin. Und es war immer ein, das ist so ein super Musical, das ist also unglaublich lustig und überwältigend. Das beste Musical der Neuzeit und Dementsprechend war ich natürlich sehr skeptisch. Mhm. Denn ich habe ja auch nie South Park intensiv geguckt und das war eben das Musical von Trey Parker und wie heißt der, Matt Stone? Stone Parker, genau. Also die South Park-Macher haben gemacht The Book of Mormon, das Buch der Mormonen. Ja, ich ahne, das wird... Um eben junge Mormonen, die gerade ihre Mormonenausbildung beendet haben und jetzt vor Ort in den Einsatz geschickt werden sollen für 2 Jahre, immer 2 Leute zusammen. Und damit soll zur Handlung alles gesagt sein. Ich meine, es ist ein großes Plädoyer für alle Religionen, insbesondere die. Es ist alles wird verarbeitet und durch die Kakao gezogen von König der Löwen. Die kommen halt nach Uganda und sollen halt da bekehren. Ja. So, das ist. Und müssen dann eben feststellen, oh, ein Warlord hat ja alles unter Kontrolle. Ja, die Leute haben alle AIDS und es gibt keine Arbeit und. Stimmt denn eigentlich mein Klischee, dass, also stimmt insofern, also bin ich in der richtigen Ecke gelandet, wenn ich gerade an die gut aussehenden Männer mit weißem Hemd und Schildchen denke? Also weißes Schild und Dings, ob die dann gut aussehen sind, kann man dann wieder für sich machen, aber genau. Ne, ja, also, ne? Genau. Ja. Weißes Hemd, Liegt Schild, auftretend. Ja. Ding Dong. Ja. Ja, und also ich war, wie gesagt, sehr skeptisch oder so ein bisschen so, na, kann das wirklich so sein? Ja, und ja, es war so. Es ist der Hammer, es ist der Hammer. Also super Sachen, also von den Musiknummern über die Leute, die das gespielt haben, war einfach großartig. Die Stepptanzsequenzen, die ganzen Allgemeintanzsequenzen, also die ganzen Anspielungen, der Humor. Ich fand, also ich hätte nicht gedacht, ich muss ehrlich sagen, ich war auch genauso skeptisch, weil ich ja in den ganzen Musical- und Theaterforen, da war auch immer dieses hochgehandelt und da gibt es auch einige, wo die auch hochgehandelt werden, die ich nicht so toll fand. Ja. Zum Beispiel König der Löwen oder so, wo ich dachte, das fand ich schön, aber nicht super geil. Mhm. Mir ging es genauso wie Max, hab gehört, na, mal gucken, was das wird. Und das hatte vom ersten, es ging los vom ersten Ding und dann war es drin. Hello. Und es geht damit mit so einem Ding-Dong los und dann machen die alle eben so hier Hello, als würden die sich gerade an der Tür eben, mach doch mal die Tür auf und hallo, hallo. Und der Oberhammer ist eigentlich quasi, das heißt, wer ist das überhaupt? Turn it off? Ja, turn it off. Turn it off. Also es geht darum, sie sind dann eben in Uganda, stellen fest, ist alles total schlimm und ich will eigentlich lieber nach Hause und man stirbt hier und alle krank und dann eben. Ja, weißt du, wenn du schlimme Gedanken hast, dann stell sie einfach ab, wie ein Lichtschalter. Mhm. So, dann wird immer größer die Nummer und größer und dann eben turn it off, like a light switch. Dann machen sie so, klatschen, dann geht das komplett, alles ist dunkel auf einmal. Für eine Sekunde geht's wieder an, tanzen weiter, alles schon hahaha. Dann geht's ein zweites Mal alles aus, dann ist 3 Sekunden länger dunkel. Geht wieder an, alle haben plötzlich so Glitzerkostüme an und so und fangen an zu steppen. Und dann so, was? Also wo du echt fragst, da müssen die echt hinsprinten und weiß ich, was sie noch unten drunter getragen haben oder so. Aber ja, und dann, das hört auch eigentlich nicht mehr auf. Natürlich gibt es dann auch wieder so 1-2 Nummern, die ein bisschen ruhiger sind, so, ne, die Balladen, wo dann auch mal einzeln Leute auftreten können, aber sonst, da wird so viel aufs Tempo gedrückt und Bühnenbild. Dann hat er einen Höllentraum, wo Hitler, Pol Pot, Jeffrey Dahmer und der Anwalt von O.J. Simpson vorkommen. Und dann ist so Hitler, der sagt hier, ja, ich habe eben die ganzen Juden umgebracht. Ah nee, Genghis Khan, ja, ich habe alle die ganzen Chinesen umgebracht. Und der Anwalt von O.J. Simpson, ja, ich habe O.J. Simpson freigekriegt. und eben, also wirklich, kennen natürlich keine Tabus oder sonst was und hauen auf alle irgendwie drauf, wie sie möchten. Also was ich auch schön fand, ist ja diese Doppeldeutigkeit, die man halt im South Park auch immer wieder findet, wo die halt irgendwelche Situationen rausgreifen, die alltäglich sind und die auf irgendwas komplett anderes übertragen. Das findest du halt auch in diesem Stück immer so wieder, ne? Also ich sag jetzt mal, das beste Beispiel war, was einem direkt ins Gesicht springt, ist der Song Baptize Me. Mhm. Da sagt sie dann zu ihm, oh, ich möchte von dir wirklich gebaptized werden, ich möchte getauft werden, ne, komm, machst du das für mich? Und er so, ja, und dann ging sie weit los, ja, das erste Mal, ich bin noch nervös, ich muss mich vorbereiten, ja, und dann siehst du halt, wie so jeder die Gedanken hat und dieses Duett und dann kommen sie dann zusammen und das ist halt sozusagen, als wäre es das erste Mal. Und ja, so, oh, so Schattenspiel geht noch in so einem Tuch. Ja, halt. Und wir sagen, oh, das ist mein erstes Mal, ich mach's mit einem Mädchen und erzählt dann so und sie so, oh, ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Und dann diese Wallung und dann diese sexuelle Spannung, die sich aufbaut und darauf wird alles komplett auf Sex ausgelegt, aber halt so unschuldigen Charakter. Und das ist halt,
Also es ist fantastisch. Also ich rede, sehr also, schön, dass es sowas gibt. Ja, nee, das ist einfach diese, wie sie es gemacht haben. Ja. Dass es das Thema ist, sondern wie sie es umgesetzt haben. Und das finde ich bei South Park ja auch immer so schön. Und ich muss echt sagen, ich habe echt gedacht, mal gucken. Aber Hazards als Anfang und Book of Mormon war das perfekte Wochenende als Abschluss. Also das fand ich so schön, kann ich jedem empfehlen. Weil du kommst dahin und die Halle, es ist erstmal sehr steril, es ist sehr ordentlich, es ist richtig so High-Society-Theater. Denkst du, oh, dann hast du auch überall diese Butler und so schön. Ja. Und dann kommst du rein, denn alles als Kirchenpforte, die Bühne als Kirchenpforte aufgebaut und so richtig schick. Und denkst du, was passiert denn jetzt? Und dann kommt da sowas. Also das ist herrlich. Könnte es sein, dass sie sogar mit Absicht das so ein bisschen, also wenn sie sagt, so, das sind Butler und so, dass sie das absichtlich irritierend so gemacht haben oder was? Also es ist echt schön gemacht und ich weiß, ich musste auch so lachen, als sie dann war, das einzige Manko wo was war die Pause. Ja, das war nicht schön. Also sonst war immer so, ne, 20 Minuten ist halt entspannt Pause und so und ne, da war eben auch Pause. So, ich mich so irgendwo hingesetzt, Karli, ich muss auf Toilette, klar, ne, halt lange Schlange bei der Darmtoilette. So, gefühlt nach nach 10 Minuten Pause, sage ich jetzt mal, gefühlt kam so eine Durchsage, liebe Gäste, bitte gehen Sie wieder in den Saal, in 5 Minuten geht es weiter. Also, was? Wie bitte? Und dann fangen die alle an, um herzulaufen. Was ist so und dann, jede Minute, in 4 Minuten geht es weiter, in 3 Minuten geht es weiter. Und die Schranke war immer noch bis draußen, ich war noch nicht dran. Und ich gucke so, hey, ist das Karli schon? 2 Minuten geht es weiter, das ist so ein Counter und dann singst du, die Bombe geht gleich hoch. Das lässt sich ein bisschen halt unter Angst. Und dann kam dann der Security mal beim Klo, keine Sorge, Ladies, kommt alle dran. Wir halten die Show auf. Und das war echt so. Und hinter mir, da waren 2 ältere Damen. Und das waren 2 Britinnen, die haben sich auch unterhalten. Und so, dann sagt die eine so zur anderen, okay, Mormon, kennst du denn mal Mormon persönlich? Und die andere, nee, kenne ich nicht, aber meine Tochter wohnt in Utah, die ist umgeben von allen. Das war ehrlich. Aber das mit der Pausendurchsage war echt so, hä, ist das jetzt ernst oder gehört das zum Stück irgendwie? Ja, das wirkte auch noch bedrohlich, das war wirklich wie so eine Bombenpause, das war auch so eine harte Stimme. Hä, ist schon so lange Pause, das ist doch noch gar nicht, das kann nicht sein und ist heute noch irgendwas und so. Naja, wollte ich früher nach Hause oder was, ne? Also das war so ein bisschen, war ein bisschen Downer, weil du hast echt gehört, bisschen gerannt, dann waren wirklich so die Security, also auf meinem Klo waren die mit Security, die Frauen, die wirklich alle rausbegleitet haben danach, dass auch wirklich jeder schnell rausgeht. Ja. Das hat ein bisschen der Stress gesetzt, aber das Stück selbst war fantastisch. Es gab natürlich sofort Standing Ovations, also es war klar. Außer natürlich in dem 2. Rang da oben, da stand eine einzelne blonde Bodenstange jetzt alleine, bis alle anderen geschnallt haben, als unten alle standen, wir müssen auch aufstehen. Aber haben sie super gemacht, auch die Stimmen sind schön, das sind alles Ohrwürmer, ich höre mir jetzt immer noch morgens auf Arbeit an. Jo. Das ist Wahnsinn. Also es hat echt Spaß gemacht, war ein schöner Abschluss. Und nächsten Tag sind wir nach Hause zurück. Und da waren wir in Lübeck noch, fällt mir gerade so ein. Ja, da haben wir Monty Python Spamalot geguckt. Spamalot. Also basierend auf Ritter der Kokosnuss Musical. Ich will nicht gerade, Spamalot kenne ich irgendwie, ist das eine Nummer? Sketch, glaube ich auch. Ja, ne? Irgendwie kommt mir das bekannt vor, okay. Und das war dann natürlich, also war so dieses, ist halt schönes Theater und auch schön gemachtes Musical, aber ist halt nicht London. Fand ich aber trotzdem, weil ich habe gedacht, ich hätte einen schlimmeren Downer erwartet. Ja, ja. Und ich fand dadurch, dass Lübeck hat ja ein ganz tolles Ensemble, muss ich jetzt mal so sagen, und die haben das wirklich, das war ein wirklich perfekter Übergang, also das haben sie schön gemacht. Der Hauptdarsteller, ich habe auch gedacht, der klingt so wieder, also so eine tolle Stimme einfach, dass du denkst, den habe ich schon in mindestens 500 Filmen gehört, als Synchronsprecher natürlich nicht, aber... Das ist ein Synchronsprecher und ich habe diese Erfahrung schon bei einem anderen Stück vorher gehabt, wo ich mir dachte, woher kenne ich denn diese Stimme? Also super, super Sprecher und haben auch sehr schön das alles gemacht. Wir saßen in der ersten Reihe, ne? Konnte meine Beine ausstrecken und man konnte... Die Bühne war halt nicht, dass man sogar weit nach rechts und links weggehen konnte, sondern eher so nach hinten und zur Seite, sodass man immer gesehen hat, was die sich gerade noch so umziehen. Also es war mit eingeplant, so sollte auch so sein. Aber es war eben auch nochmal eine andere Erfahrung und mussten natürlich den Heiligen Gral suchen und solche Geschichten. Und es war auch der Kampf mit dem schwarzen Ritter hier, mit dem, ist doch nur ein Kratzer. Was, du hast keine Arme mehr? Na und, kämpf schon und so. Kennst du Pi mal Daumen noch. Die ein, zwei wichtigen Szenen kennt man ja wahrscheinlich. Also das hatten sie auch sehr cool umgesetzt und nachher auch noch mit dem Publikum gespielt und solche Geschichten. Es war auch sehr unterhaltsam. Mhm. Ja, schön. Das ist ja wirklich, das waren sie. Das war eher. Das war Hardcore-Wochenende, der Supertrip. Ja. Und wie gesagt, also Strictly Ballroom und Book of Mormon laufen auch noch. Aufgestiegen sozusagen. Ja, ich weiß aber nicht, ob die in die Besetzung gleich bleibt. Ich weiß nicht, ob die Carrie Hope Fletcher weitermacht. Die anderen, glaube ich, werden dabei bleiben. Aber sind auf jeden Fall beim nächsten London-Trip, kann man die alle theoretisch gucken.
Spamalot ist, glaube ich, erstmal Sommerpause sowieso beim Theater. Spamalot ist nicht in der nächsten Spielzeit drin. Spamalot ist durch. Da haben wir die Chance verpasst. Tja, Tim Dong, ihr lieben Lübecker. Wenn jetzt Ticketpreise und weite Flugreisen alles keine Rolle spielen würde, welches Musical würdet ihr unbedingt noch sehen wollen? Also, oder wenn auch Zeitreisen keine Rolle spielen würden? Also gibt es irgendwas, was ihr wirklich gerne mal auf einer Musicalbühne erleben würdet? Also ich habe eine Top 3. Ja, leg mal los. ich hätte gerne Dear Evan Hansen, würde ich unglaublich gerne sehen. Das ist auch ein relativ neues Stück von 2014. Hat auch, weil das kenne ich durch den Soundtrack. Das ist das gleiche Schreiberteam wie bei Greatest Showman und La La Land. Mhm, okay. Ich habe mir den Soundtrack auf den Sonntag angehört und ich hatte mir das Buch auch bestellt gehabt und lese jetzt gerade das Ding, weil na, mal gucken. Also, klingt ganz toll. Und das kommt, wird jetzt auch, die casten gerade für London. Deswegen habe ich ja die Hoffnung, dass es nächstes Jahr kommt. Okay. Denn das zweite, was ich gerne sehen würde, ist Rent. Das hat mir irgendwas, ja? Sozusagen das Skandal-Musical der 80er Jahre. Okay. Auch verfilmt. Das ist auch eines von der Musik, auch absolut meins. Ja. Total. Und Hamilton. Werde ich wahrscheinlich zu meinem Geburtstag auch machen. Startet sozusagen auch im April. Nee. Victoria oder was? Im April startet das in London. Hamilton ist sozusagen das In-Ding, was halt aus vom Broadway kam vor ein paar Jahren. Ist halt das erste Hip-Hop-Musical selbst über Alexander Hamilton. Spielt halt sozusagen auch mit klassischen Kostümen im 18. Jahrhundert. Und hat auch einen sehr vielseitigen Soundtrack. Das wären so die drei von den neueren Sachen, die ich sehen wollen würde. Ansonsten ist bei mir, also ich gucke mir ja alles an, aber West Side Story zum Beispiel möchte ich von den Alten mal auf gerne nochmal auf der Bühne erleben. Mein Traum war auch immer noch gewesen, Sweeney Todd, das haben wir uns ja auch mal erfüllt. In Magdeburg, ne? In Magdeburg, ja, war auch toll gemacht. Also, oh, ja, genau, das hätte ich sonst wahrscheinlich auch gesagt. Ich, als Musical, bei mir ist eher so, du sagst mir immer, was so gerade läuft, und dann sage ich immer, ja, gucken wir uns mal schauen. Ich habe eher hier diese Nachricht positiv verfolgt mit das verwunschene Kind hier, die Harry Potter. Ach ja, nach Hamburg zieht. Ja. Ja. Da bin ich sehr gespannt dann. Und ich denke, da wird sich auch jemand um Karten kümmern. Es ist noch nicht, es ist ab Februar. Naja. Ja. Genau. Wie ist bei dir? Ja, mir fehlt tatsächlich wirklich ein regelmäßiger Einblick zu dem, was es so gibt. Ich weiß, dass ich ab und zu mal die Tony Awards gucke. Und ich habe die mal angefangen zu gucken, weil mich das wegen dem Theater, wegen den szenischen Sachen interessiert hat. Dann gab es natürlich da auch jede Menge Musicals. Und so habe ich zum Beispiel Hamilton zum ersten Mal gesehen. Und da wurden, glaube ich, zwei oder drei Nummern auch gezeigt bei den Tony Awards. Und dann merkte ich, da sieht ja wirklich sehr spannend aus. So, ne? Das hat eine große Wucht. Und ich glaube, ich wäre ganz schön begeisterungsfähig. Das findet nur halt im sozusagen wenig statt. Also das ist eine Kulturform. Weil ich sozusagen gerade nicht in irgendeinem Forum dazu unterwegs bin und nicht umgeben bin von Menschen, die mir da oft von erzählen so. Ich weiß, dass mich das im Film immer wieder anfixt. Und ich merke aber, dass ich dabei wirklich darüber nachdenke, ja, Musical ist wirklich eine geile Form für Kino. Und ich habe aber natürlich auch schon in einem Musical gesessen und gedacht, ja, okay, das ist natürlich einfach die andere Nummer sozusagen in der Bühne. Also das, was sozusagen im Szenischen ja auch spannend ist, im Theater vor den Menschen zu sitzen und in einem Raum zu sein, in dem man sozusagen so kollektiv mitatmet, das gilt für Musical auch. Und natürlich ist auch sozusagen wenn die Musik aufspielt in einem Musical. Also da gibt es lauter Dinge, die ich auch total schön finde. Jetzt kram ich gerade in meinem Kopf so, welche Erfahrungen ich, das kriege ich gerade nicht so gut hin, wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Mich würde aber auf jeden Fall sehr interessieren, also gerade weil wir in London jetzt gerade waren, als ich das erste Mal in diesem, nicht im West End, sondern da gibt es ja auch noch sozusagen so ein bisschen so die versteckten Gassen so, und im Donmar gab es mal das Musical Cabaret, und davon gibt es so ein paar YouTube-Schnipsel. Cabaret ist ja das Geile, dass
dass, also es gibt nur die Musical-Nummern, die in Berlin sozusagen mitten im Nationalsozialismus sozusagen in irgendeiner Spelunke vor den Bürgern so aufgeführt worden sind. Also die Musical-Nummern sind die Musical-Szenen dieses Stücks und dieses Films, und das Publikum ist sozusagen quasi Teil des Stücks, ne? Also der Gedanke, dass das, was im Film natürlich sozusagen nochmal eine Extra-Ebene ist, im Musical-Moment ich Teil dieser Szenerie bin, also ich an diesen Tischchen sitze so und drumherum passiert das, ne? Also so stelle ich mir irgendwie vor, ist das wohl. Und im Donmar ist es ja sehr eng und klein, da passen glaube ich nur 200 Leute rein. Es entsteht so eine intime Atmosphäre. Das ist ja überhaupt nicht das Erste, woran ich denke, wenn ich an ein Musical denke. Denke ich nicht an intim, sondern auch an groß und fett. Und deswegen wollte ich gleich wissen, wie viele Tänzer wohl bei den Sigrid Bellwoom Tanzwettkämpfen dabei waren. Ist mir total klar, ne? Und mich würde das Spektakel bei bestimmten Musicals auch total interessieren. Und da ist es eben genau das andere. Es ist eher klein und vielleicht ein bisschen, also absichtlich unglamourös so, weil das auch vielleicht gut zu der Stimmung passt, die da transportiert wird. Das würde mich natürlich live total interessieren. Und gleichzeitig, ne, wird, sobald ich manchmal nur so einen Funken sehe, was am Broadway oder am West End passiert, merke ich, spannend. Und ich wüsste auch, wenn ich zum Beispiel mich wieder in Urlaub nach London führen würde, hätte ich das auf dem Zettel so, ne? Also manchmal mache ich das auch, dass ich mal gucke, so passiert gerade was Spannendes irgendwie im Theater, und da bin ich ganz genauso wie ihr, dass ich mich auch orientiere. Ich hab auch nichts dagegen, mal ein Schauspielergesicht live zu erleben, das ich aus Kino kenne, so, ne? Also gar keine Frage. Ja, siehst, ach ja, Sonnenallee hatten wir auch noch, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit, oder? Ja, das war jetzt Wir haben Blümchen gesehen. Jasmin, ich habe gedacht, du sagst jetzt sowas wie, wir sind Sonntag im Kabarett oder so. Wir wollen Sonntag nämlich nach Berlin fahren und da ist im Theater tatsächlich das Kabarett. Wir gucken, ja. Ach, das ist ja toll. Nächste Woche Sonntag. Ja, okay. Aber wir sind trotzdem. Wisst ihr was zu der Situation? Vielleicht stelle ich mir das ja auch nur so vor. Also es ist auch so, wie du es sagst tatsächlich. Du hast halt diese kleine Bühne und dann hast du halt diese Varieté-Tische, also Vierertische. Ja. Die werden halt da aufgebaut, ist auch relativ klein gehalten. Da passen nur 100 Leute rein. Und ja, wir sitzen an einem Tisch in der Mitte. Cool. Also da bin ich wirklich sehr neugierig. Ich glaube ja auch, dass wir gerade sowas wie, wenn überhaupt, nicht noch mehr kommen. Aber also wir sind ja, glaube ich, gerade so in der Mitte einer Trilogie vielleicht von Musical-Vorstellungen. Gibt also mindestens noch eine und vielleicht dann auch eine gute Gelegenheit, dass ihr davon nochmal erzählt. Ich mache mal den Bogen jetzt zu heute und zu Bob Fosse. Denn das ist... Also Bob Fosse habe ich quasi kennengelernt, weil ich in sehr kurzer Folge Cabaret und dann All That Jazz gesehen habe. Und das waren beides Musical-Filme, die, wo sozusagen, da sagt mir jemand, du, wir müssen die mal gucken. Und ich so, das sind aber Musicals. Also so war ich da zu dem Zeitpunkt drauf. Und warum soll ich? Und ich bin auch nicht so sicher. Alles, was ich gedacht habe zum Thema Musicals, wurde von diesen beiden Filmen einfach mal so weggesprengt und gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen zusammengebaut. Es ist ja nicht so, dass das jetzt Bob Fosse ist für mich jemand, der wirklich sehr gut sozusagen seine eigene Kunst, die Choreografie und das Singen und Tanzen und Schauspiel zusammenbringt. Der dekonstruiert das und baut das aber auch wieder zusammen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass der jetzt Anti-Musicals macht, finde ich jedenfalls nicht. Ne? Und deswegen reizt mich das sehr, die Sachen zu entdecken. Er hat eine sehr überschaubare Filmografie. Ich kenne mich gar nicht so sehr aus, was er auf der Bühne wahrscheinlich die meiste Zeit seines Lebens so getrieben hat. Bin mir auch mal gar nicht so sicher, was konkret so seine Werkschöpfung eigentlich immer so ist. Also welche Anteile er an diesen Stücken hat. Also ob er die neben der Choreografie und der Regie, ob er die geschrieben hat und so weiter, das weiß ich mal alles gar nicht. Ne? Ich weiß nur, dass Bob Fosse, bevor er diese beiden Filme gemacht hat, schon ein Musical gedreht hat, nämlich Sweet Charity. Das habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Hat mich total gefreut, Shirley MacLaine zu lesen. Ich mag sehr Irma LaDuce von Billy Wilder. Auch ein Musical, wenn ich das richtig erinnere. Wobei es vielleicht auch nicht. Ich glaube, es war ein Musical und bei Billy Wilder im Kino war es dann keins mehr. Irgendwie. Ja, also ich würde sagen, nein, aber irgendwie schoss mir gerade ein, oder doch? ich glaube nicht, ne? Aber das ist auf jeden Fall, wo ich so dachte, ach, das könnte ja spannend sein. Und gleichzeitig fällt das aber auf, dass Sweet Charity jetzt, also der ist jetzt nicht so
ist jetzt nicht so gängig. Also während Kabarett und All the Jazz ja auch ohne meine Begeisterung an anderer Stelle immer wieder mal aufploppen, ist mir das bei Sweet Charity nicht durch Zufall passiert, sondern nur, weil ich gezielt geguckt habe, was hat der denn eigentlich noch gemacht? Und ich finde ja unsere Wiederaufführung hier schon immer den besten Moment für Sachen, wo man sich gar nicht so sicher sein kann. Wir können es ja mal ausprobieren so und wir gucken das mal zu dritt. 1969, durchaus ja auch eine Zeit, in der, also ich habe das Gefühl, so 60er ist auch eine Zeit für Hollywood-Musical. Also da verorte ich gerade sowas wie West Side Story, Sound of Music und so weiter. Ihr habt ja, glaube ich, auch ein paar von den Sachen gesehen. Ja, ich glaube, also West Side Story würde ich sagen 1960 und Sound of Music würde ich sogar in die 50er schieben. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Sound of Music ist 59, meine ich. Kann aber aber es ist trotzdem eine Ära, ne? Also Mary Poppins war in der Zeit ja auch noch, das kam ja auch noch mit rein. Ja. Also die Disneys immer noch parallel rauswerfen. Ja, genau. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Gigi war auch in den 60ern, hatte ich auch gerade geguckt. Das ist auch in dem Dreh. Yellow Submarine. 67, 68, glaube ich. Ja, noch eine Sonderform. My Fair Lady, keine Ahnung. My Fair Lady, ja, genau. Also das ist so. Gypsy, Entschuldigung, jetzt hört sich auf. Da dürfte so einiges sein und ich gehe da wirklich ganz, ganz naiv gerade ran. Ich vermute mal, da wird wahrscheinlich ein paar Besonderheiten haben. Das ist meine Vermutung so. Und ich wünsche mir das, glaube ich, auch ein kleines bisschen. Und vermute auch, dass der Ecken und Kanten hat so, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum der nicht so durch die Gegend fliegt. Mir ist auf jeden Fall schon im Menü, das ich euch jetzt absichtlich vorenthalte, schon eine sehr bekannte Musiknummer aufgefallen. Mhm. Ich dachte, aha, kommt die daher? Ist ja auch manchmal ganz spannend, so, ne, das, wo manchmal Musik dir einem so in der Popkultur ganz woanders begegnet. Ich habe eine Vermutung, was du sagen könntest. Wo die manchmal so herkommt. Ja, ich würde ja raten wollen, was es ist, aber gut. Mach mal, ich glaube, ich wüsste noch nicht mal den Titel von diesem Song. Mach doch mal. Big Spender? Stimmt das? Ja. Yeah. Also wir halten mal ganz kurz fest, wir haben den alle drei noch nicht gesehen, den Film, ne? Richtig. Aber du hast schon mal ein bisschen recherchiert, oder? Also das würde ich jetzt von dir erwarten. Ja, ich wollte es eigentlich, ich habe es nicht geschafft tatsächlich. Ach so, aber wie kommst du jetzt auf den Film? Auf den Titel meine ich, auf Big Spender? Also es ist ja ein lustiger Zufall. Ja, das hier ist kein Zufall. Ich habe ja... Also, ja, das wollte ich nur... Ich habe nicht recherchiert tatsächlich. Ja, ich habe ja mein Musical-Buch durchgeblättert und ich habe ja da immer... Ich hatte jetzt von Max jetzt zum Geburtstag ein neues gekriegt gehabt. Da sind ja immer diese großen Pfeiler raus und da war halt die Charity eine ganze Seite gewidmet. Ja. Und dann habe ich halt nur mal kurz einen Klappentext gelesen. Da stand halt nur drin mit der Prostituierten-Geschichte. Ja. Und ich dachte noch zu Max, oh, irgendwie wie Gigi. Ja. Und dann habe ich so gedacht, aha, lädst du dir den Soundtrack schon mal runter? Weil das mache ich ja immer in Vorfreude. Ja. Und da habe ich mir halt den Broadway-Cast runtergeladen und da war unter anderem Big Spender und da denke ich so, Moment mal, hast du schon mal gehört, aber ich habe es noch nicht richtig geschafft durchzuhören. Und da, aber ich war mir jetzt nicht mehr so sicher, ob ich es richtig gemerkt hatte, weil das schon wieder eine Weile jetzt her ist, weil guck mal, wann haben wir es gemacht. Und da habe ich halt null Ahnung, kommt das daher und woher kenne ich das denn überhaupt? Also für mich ist das so, könnte sein, dass ich das auch nur, woher kennt man so ein Lied? Also ich war ja nicht am Start, als das zusammen durchs Radio lief, aber läuft das manchmal in irgendwelchen Kulturradiosendern oder ist das was, was mir in einem Film begegnet ist oder eigentlich nur in der Werbung zu die besten Hits der 50er, 60er und rattert das durch? Keine Ahnung. Ich muss mal kurz sagen, du hast ja gesagt, du hast Kabarett und gesehen All the Jazz, und All the Jazz gesehen, von was von beiden begeistert, ja? Sehr, also wirklich sehr. Also ich wüsste, also bei All the Jazz, wenn du mich, das fragt mich jetzt mal nicht, was ich daran toll finde, dann ist die nächste Stunde gesichert. Aber der hat mich richtig umgehauen, ja. Die sind natürlich noch aus London mitgebracht und noch nicht geschaut. Ja. Hast du vorher schon mal was gesehen von Bob Fosse? Ja, wie gesagt, Kabarett im Musikunterricht in, glaube ich, 2 oder 3 Stunden verteilt. Ich überlege nicht gerade, All the Jazz habe ich ja noch nicht gesehen. Kabarett habe ich mal gesehen, es ist aber schon wieder dunkel, Zeitalter, ist für mich nicht mehr so ganz präsent. Und dann überlege ich die ganze Zeit, ist es jetzt verkehrt, wenn ich jetzt Chicago reinschmeiße oder ist das ein anderer? Ist auch Bob Fosse, aber es ist nicht von Bob, also der Film nicht mehr. Also der Film ist ja so 2000 oder so mit Papier und so. Aber es ist, also das gilt auch als ein Bob Fosse-Stück. Das ist jetzt mein Halbwissen, dass ich keine Ahnung habe, was heißt denn das, wenn, also war Bob Fosse so Inszenator oder auch Kreateur, also ich weiß das nicht, ne? Aber Chicago gibt es auf jeden Fall auch als Bob Fosse-Inszenierung. Das ist so, ja. Mhm. Okay. Ja, das war auf meiner Seite. Das war nur die einzige Frage, die mir gerade im Kopf rumgespuckt ist. Tut mir leid. Genau.
Also insofern, genau, lasst uns da mal reinschmeißen. Ich finde ja, also lasst uns gerne irgendwann mal wiedersehen, weil wir Kabarett im Livu gucken, lieber Max. Ich finde, der muss da hin, dass der auch in diese Zeit gerade gehört. So, also das ist so ein Film, der ja im Vorabend, bevor sozusagen auch der allerletzte kapiert hat, dass das mit dem Nationalsozialismus richtig unangenehm wird. Genau zu dem Zeitpunkt spielt er ja, ne? Also da, wo es noch genug Leute gibt, sagt, ach komm, das mit den Nazis erledigt sich wieder so, ne? Das ist so Anfang 30er und oder Mitte 30er. Und ich finde das sozusagen total genial, weil dieser Film einen da sozusagen auch, also wirklich auch vor eine Reihe von unangenehmen Fragezeichen stehen lässt. So, ne? Also den Film, ich habe keine Ahnung, wie das Theaterstück funktioniert, weil da sind auch sehr filmische Sachen drin, wo ich mich frage, wie soll das im Theaterstück gehen? So. Ich glaube aber, dass viel schon damit zu tun hat, dass man selbst zum Teil des Stücks wird. Weil das macht der Film auch permanent, dass er einen in diesen unangenehmen Moment reinzieht und einen Teil werden lässt von etwas, wo man vielleicht lieber gar nicht dabei sein möchte. So, mal gucken, wie das mit Sweet Charity ist. Ich finde das auch so ein Titel. Ich bin ziemlich ahnungslos, das kann ich euch sagen. Also ich weiß auch so stimmungsmäßig so, ne? Also ich hoffe, gute Unterhaltung. Ja. Und Film ab, ne? Ja. Eben noch verabschiedet und schon ist der Film vorbei. Jo. Na Christian, wie fandest du ihn denn? Ich finde, du machst es dir ein bisschen einfach. Wir müssen doch erstmal die Handlung in 5 Sätzen. Ach nee, das war ein anderer Podcast. Entschuldigung, ich wollte nicht fürs Haus. Ja. Also, wir haben Sweet Charity gesehen. Ein schöner Musicalfilm mit Intermission, mit Ouvertüre. Aber jetzt so den raus, hinterher, das, wer ist denn das noch? Weiß schon gar nicht mehr, was bei 2001 und so gibt, mit dem, die Rausschmeißer-Musik. Ja. Kommen wir nicht mehr drauf. Ouvertüre, Intermission. Ich kenne auch nur das Entrakt, also wenn es sozusagen nach der Pause reingeht. Aber wie das, hat das einen Namen, wenn es bei 2001 noch weiterläuft? Also es ist so, also es gibt einen besseren Namen als Rausschmeißermusik auf jeden Fall, ja. Das ist so, irgendwie hat das noch einen Begriff, der mir nicht mehr einfällt. Gut, dass wir gerade noch Sachen nachgeguckt haben. In Sweet Charity geht es um die süße Charity. Oder wie es der Film sagt und oder uns hinschreibt, die Geschichte eines Mädchens, das geliebt werden möchte. Hm? Ja, und damit ist alles zur Handlung gesagt. Ja, wirklich. Also der Plot ist im Großen und Ganzen, glaube ich, echt auch das Uninteressanteste an dem Film. Und ich kann sagen, dass ich am Anfang auch lange gedacht habe, das geht auch gar nicht mehr zusammen. Ne? Also die Geschichte und das Musical. Also es wirkte lange Zeit für mich wie zwei Dinge, die so nebeneinander sind. Und ich dachte immer so, wie alt ist Bob Fosse eigentlich in dem Moment? Welche Filme hat er schon gemacht und welche Filme wird er noch machen? Also lange war das für mich wie so eine, ja, wie so auch so eine Versuchsanordnung, vielleicht auch Dinge von der Bühne im Kino auszuprobieren. Am Ende merke ich, ja, der Plot wird niemals das sein, was ich das Interessanteste an diesem Film fand, so. Aber tatsächlich hat er diese Ebenen noch zusammengekriegt, erstaunlich so. Also da war ich jetzt zum Ende hin richtig verblüfft so, mit so einem, also wirklich nochmal alle Kunst, die ich an den späteren Filmen von ihm so schätze, kommt dann nochmal so zum Tragen. Ne? Aber nur wenn du mich so fragst, wie ich fand ihn großartig, ich habe geweint so. Also und hätte ich nur lachen gehört immer. Ja, ich habe lachen gehört. Ja, klar, weil das Weinen ist das Gefühl des Endes, dass das Lachen ist ja auch immer wieder Teil von diesen ungeheuren Überraschungen. Also ich habe wirklich, irgendwann war das dann schon abzusehen, dass beim nächsten Schnitt könnten wir in der nächsten abgefahrenen Sequenz sein. So. Und für mich der absolute Höhepunkt, die Sammy Davis Jr. Sequenz, nenne ich sie jetzt einfach mal. Das ist vielleicht das Alleinstellungsmerkmal. Die Nummer Rhythm of Life war das, ne? Ja, genau. Also wir fahren mal in die Kirche, Schnitt zu Tiefgarage, Werkstatt, genau. Und danach bunte Licht- und Gesangsexplosion. Also genau, wirklich, der Film hat einen
eine Humorattitüde angeschlagen, die, mit der ich auch überhaupt nicht gerechnet habe. Und weil er wirklich manchmal so Momente von, was, das ist gerade so übertrieben und doll. Und dann ist das richtig erleichternd so, wenn man merkt, auch der Film ist die ganze Zeit am Augenzwinkern. Und deswegen war das für mich immer viel so ein Hin und Her. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass ich sozusagen nochmal richtig ins Fühlen komme. Also im Sinne von, dass mir die Figuren so wichtig werden, also dass sie so lebendig werden. Lange Zeit habe ich das Gefühl gehabt, sozusagen eine fantastische Shirley MacLaine und fantastische Tänzerin und dazu sozusagen immer wieder interessante Ideen, eine Welt voll ich möchte meinen Weg suchen, Sequenzen so, ne? Aber also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich, dass das, was sozusagen in der Mitte des Films also für mich ja gar nicht mehr absehbar war, dass, also ich wusste nicht, dass das eine Geschichte wird von Shirley MacLaine, findet den Richtigen, so oder so. Damit habe ich nicht gerechnet. Auch damit nicht. Aber das wäre zum Beispiel, glaube ich, noch eine Frage dann nachher von mir gewesen, so dieses Thema, geht es für euch zusammen eben mit dem, also dass dann das Gefühlige so hinten raus dann kommt, eben diese schweren oder die großen Emotionen dann in dieser Runde ausgeprägt. Und damit die Frage an dich, Carly, wie hat dir denn der Film gefallen? Ja. Ich muss mir noch kurz klarstellen, ich hätte mal fragen sollen, wurden deine Erwartungen und Hoffnungen erfüllt? Das wäre wahrscheinlich die richtige Variation gewesen. Wenn sie es wurden oder nicht, ja, was waren deine Erwartungen und Hoffnungen? Ich fand ihn interessant. Fand ihn sehr erfrischend. Mir ging's genauso. Ich habe am Anfang auch erstmal gedacht, man musste erstmal reinkommen. Also war dann auch relativ schnell drin, fand das auch sehr schön gemacht. Fühlte mich ja ganz am Anfang noch an Funny Girl erinnert, vom Intro her. Was sich dann relativ schnell wieder aufgelöst hat, weil Funny Girl ja doch wieder in eine andere Richtung einschlägt. Das war ja hier doch eher das ernstere Leben, weil das andere ja doch eher die Sonnenseite war. Meinst du beim Intro auch wirklich, also quasi den Vorspann mit den farbigen? Also den Filmaufbau sozusagen, ah ja, okay. Ne? Wie so eingeführt wird und dann halt so die Stilrichtung, also allgemein so das Konzept von den Kulissen und allem. Wie würdest du es nennen? Das war Klamauk. Ich war richtig schockiert ein bisschen am Anfang, dass so, oh, ist das albern, so, also schon witzig so, aber, Also ich habe bestimmt mit vielem gerechnet, aber erstmal nicht mit einem albernen Film so, der ja dann auch schon immer durchblicken lässt, ja, also ich selbst die allerersten Gags sind ja auch immer gesellschaftskritisch so, aber ganz schön, auf die 12 immer, ne? Da war ich kurz überrascht. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass er unterwegs ist, ja. Genau, und dann, ja, also nach dem Intro und dann. Ja, und das hat sich ja relativ schnell aufgelöst und da habe ich gedacht, ja, dann habe ich mich einfach drauf eingelassen, hat Spaß gemacht. War gut und nachher hab ich festgestellt, also ich fand auch, dass Shirley MacLaine fantastisch gespielt hat, muss ich auch sagen. Ich hatte sie ja nicht so positiv in Erinnerung gehabt tatsächlich und war sehr positiv überrascht, weil sie auch unglaublich herzliches Lachen hat. Ich war total begeistert von ihrer herzlichen Ausstrahlung, einfach dieses Lachen, fand ich einfach toll. Das hat mich auch so von den Bann gezogen und ich habe es am Ende so gedacht, oh, hier würde ich echt so ein Happy End gönnen, hoffentlich kommt jetzt nicht das, was ich denke, was kommt. Naja. Und da bin ich bei, ja, also von daher, ich fand gut gefallen, hat mir wirklich gut gefallen. War auch was anderes, als ich erwartet hätte, tatsächlich. Ich habe gedacht, der Film nimmt sich deutlich ernster. Hab so wirklich in Richtung Gigi gedacht gehabt, tatsächlich. Jetzt nicht komplett so von der Ernsthaftigkeit her, ne? Denn der nimmt sich ja auch ein bisschen ernster. Habe in diese Richtung gedacht gehabt, dass er doch so locker ist, und auch mit diesem Augenzwinker-Humor mit der Shirley MacLaine, die war natürlich damit auch super besetzt, ne? Also, ich habe in echt zwischendurch gedacht, ne, welche Schauspielerin aus der Ära hättest du nehmen können, die es noch lustiger hingekriegt hätte. Und mir ist auch keiner eingefallen. Also, ich fand, das war schon. Ich habe erst noch überlegt, die Streisand, aber die hat ja noch so eine gewisse Eleganz immer und die wäre ja fehl am Platz gewesen. Und die hat ja diese erfrischende Art hier. Und das finde ich passt sehr, sehr gut in diese Rolle. Ja. Das war mein erster Eindruck, ja. Ja, Max, jetzt kannst du dich in die Dreierrunde einsortieren. Ja. Also ich habe Erwartungen und Hoffnungen habe ich, glaube ich, gar nicht großartig gehabt. Also ich hatte auch nicht geguckt, worum geht's oder sowas. Es war wirklich so relativ, schauen wir mal, überrasch mich mal, Film. Und das mit der Überraschung ist auf jeden Fall gelungen. Ich wurde auch sehr gut unterhalten. Habe mich auch immer mal wieder gefragt, es sind schon sehr eindrucksvolle Szenen,
die da gezeigt werden und dann aber auch immer mal so überlegt, ja, wie ist das jetzt eigentlich so mit einem roten Faden, mit einer Geschichte, wie zieht sich das irgendwie überhaupt zusammen, also passt das überhaupt so zusammen oder ist das einfach eine tolle Nummer, dann kommt die nächste schöne Szene, aber dass die so alle eben ineinander greifen, habe ich so ein bisschen manchmal gedacht, ah, wird das noch was? Das hat eigentlich dann doch ganz gut funktioniert. Ich frage mich, wie die das mit der Wall Street gemacht haben, denn das sah sehr echt aus. Und dann muss ja ein Samstag oder Sonntag gewesen sein, dann, da war ja niemand. Ja, Shirley MacLaine war wirklich Knaller. Und den Rest habt ihr ja quasi schon gesagt. Ja, also auch die Musiknummern, das war nicht einfach so eine Poplieder, ne, sondern es war wirklich auch, also es waren auch in großen Anführungszeichen mal ein paar einfachere Lieder, aber es waren eben auch viele, die nicht einfach nur ein Endreim sind oder wo sich dann wirklich nur der Refrain wiederholt, sondern eben auch komplexe Texte und Kompositionen, gemischt eben mit dann auch Tanzeinlagen. Und da habe ich dann auch gemerkt, so ein paar Mal muss ich an West Side Story denken. Ich habe bei, also bei Tanzfilmen habe ich, glaube ich, fällt es mir sehr schwer reinzukommen. Da habe ich manchmal so dieses, okay, sie drücken das jetzt aus und so, irgendwie, das verstehe ich schon, aber es nimmt mich nicht so wirklich mit. Und bei West Side Story hatte ich da auch so meine Probleme, deswegen habe ich ihn auch noch nicht bis zu Ende gucken können. und ja, hier kann man ja auch so ab und zu mal dann eine Tanzszene und dann dachte ich, aber doch, das, also gerade dieses, wenn sie in den Pompeii Club kommen zu Beginn und dann The Aloof, also wird plötzlich eingeblendet, ne? The Aloof. Ja, ein Dreiakter kommt auf einmal. The Heavyweight und The Big Finish. Und ich denke, was ist jetzt los? Und dann ist das so, also einerseits, wie du sagst, es wirkt natürlich klamaukig, aber andererseits sehe ich auch die ganze Zeit dieses, Alter, wie schwer muss das sein, das einzustudieren, das alles so auf den Punkt eben wieder hinzukriegen und sie dann eben gleich wieder den harten Job, der eigentlich dahinter steckt, um das so hinzukriegen, dass das eben lustig oder unterhaltsam wirkt. Und das finde ich dann eben wieder äußerst beeindruckend. Ich finde tatsächlich diese Tanzszenen sehr, sehr erfrischend. Ich habe das gleiche Problem wie du. Also ich merke selber immer mehr, dass so eine Tanzsequenz für mich auf der Bühne deutlich besser funktioniert als jetzt im Film. Western Story zum Beispiel ist ja mein Rotes Tuch. Das ist ja ein Film, den ich schon 100 Mal angefangen habe und jedes Mal einschlafe. Ich habe den noch nie zu Ende geguckt. Du bist deutlich weiter gekommen als ich das letzte Mal. Aber ja, entschuldige, 20 Minuten oder so, aber das war für mich ein neuer Rekord. Nichtsdestotrotz fand ich das auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig und ich fand es sehr beeindruckend, auch von der Körperbeherrschung, die sie hatten, wo ich teilweise dachte, gerade wenn sie so mit dem Bein gefühlt Meter vorangehen, vielleicht zum restlichen Körper, wie viel Kraft braucht man denn da? Und dann habe ich auch teilweise gefragt, sind das alles auch Ballerinas, sind das alles dann wirklich auch klassische Tänzer ausgebildet? Was ist denn das? Wo kommen die alle her? Haben die alle eine klassische Ausbildung oder sind da auch Naturtalente dabei? Und so ging es mir nachher auch bei Shirley MacLaine, weil ich habe am Anfang auch gedacht, Mensch, die anderen, die tanzen sich jetzt die Seele aus dem Leib, sie ist dann sozusagen eher die da singt und dann eher sozusagen ihren Fokus darauf hat und dann auf einmal so, naja, nicht halt so die Tänzerin. Auch als jetzt hier mit Big Spender war sie ja auch außen vor. Also ich brauche übrigens ganz kurz, den Song kenne ich nicht. Also ja. War eine eingängige Melodie und sowas, aber ich kann nicht behaupten, dass ich schon mal gehört habe. Hast wohl nicht die SDS geguckt. Genau. Nichtsdestotrotz, wo wollte ich jetzt hin? Achso, auf jeden Fall war ich dann sehr überrascht, als doch im zweiten Akt denn doch die MacLaine doch mal losgetanzt und tanzen und auch nicht gerade schlecht. Mit der Dreisequenz hier mit den Mädels auf dem Dach und dann vor allen Dingen nachher nochmal dieses Gruppending in der Parade. Someone loves me, ne? Also da habe ich echt teilweise so gedacht, weil ich finde, sie hat teilweise eine, also das klingt jetzt vielleicht blöd, das ist jetzt wie ein Mädchending, ne? Aber ich habe einfach das Gefühl, sie ist jetzt eine leicht krumme Körperhaltung, so kennt man sie im Alter auch, aber im Alter ist es ja auch normal, dass man sich so senkt. Naja, ist ja normal. Das ist ja nur. Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, dann ist wie keine klassische Ballerina oder so, weil die haben ja immer eine sehr akkurate, sehr gerade Körperhaltung. Und nachher habe ich mich dann gefragt, ist sie denn trotzdem ausgebildete Tänzerin? Weil dann hatte sie ja doch wieder diese Körperhaltung. Ist das ein Zeichen der Rolle, dass sie einfach, weil sie tollpatschig sich darstellt, auch gerne mal, dass sie bewusst denn auch so gebückt geht oder ähnliches. Und das war, und als sie diese Paradenszene war, wo alles so akkurat saß und sie es auch wirklich elegant gemacht hat, das wird sich mal so mal vorbeigehen machen, habe ich mich schon gefragt, hat sie eine klassische Ausbildung oder hat sie mich die ganze Zeit zu einer Nase rumgeführt? Habe ich jetzt die Rolle zu ernst genommen? Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ja. Da bin ich sehr, sehr auf diese bist der Sache sehr auf den Leim gegangen. Ja. Also das habe ich übrigens exakt so gedacht. Ne? Also ich dachte so, also bei Big Spender war ich richtig irritiert. Also ich kann ja mal kurz sagen, ich hatte die Big Spender-Szene, die läuft im Menü einmal komplett durch so. Und als ich das Menü angemacht hatte und ich noch nichts von diesem Film wusste, konnte ich nicht aufhören, das zu gucken. Hat mich gleichzeitig geärgert, dass mir das jetzt gerade so einmal schon so durchgespult wird. Aber ich war völlig geflasht. Ich greife ja nochmal auf,
was mich da noch alles flasht. Aber jedenfalls war ich dann im Film sofort irritiert, warum taucht Shirley MacLaine da nicht auf? Also es ist jetzt auch gar nicht so, also nur so grob angedeutet, dass sie da jetzt gerade nicht mit am Start sein könnte. So. Also da dachte ich auch, oh Gott, scheiße, drücken die sich jetzt immer drum rum? Weil es ist ja wirklich auch, also sie ist vom Typ ja offensichtlich sehr bewusst auch genau daneben besetzt, also eben nicht wie die anderen Tänzerinnen so. Und deswegen habe ich auch gedacht, da geht gar nichts an der Stelle so und dachte, das ist auch Absicht so. Nicht, weil jetzt Shirley MacLaine das nicht könnte, sondern einfach nur, darum geht's nicht. Und wenn es dann doch passiert, ist der Hammer. Und in der Szene Someone Loves Me, denke ich, die ganze Zeit hat die auch noch 10 Kilo abgenommen. Was ist denn das für eine unglaubliche Verwandlung für diesen Moment? Ne? Also jetzt wirklich, jetzt hätten die das später oder viel früher oder was ich was gedreht. So. Also es ist wirklich wirklich sehr bemerkenswert. Und ich meine, also das ist ja auch eine besondere Künstlichkeit auch in diesem Film, dass sozusagen, ich weiß noch nicht mal, ob das Shirley MacLaine ist, die da singt so. Auf jeden Fall singt niemand dort live so und schon gar nicht sie so. Und das ist am Anfang auch gar nicht so leicht so. Das ist so, das gehört ja so zu diesem Kunstteil auch, der mich hat schwer sozusagen ins Fühlen kommen lassen so, ne? Also weil, also gerade die erste Gesangsszene ist so maximal künstlich, so ich dachte, oh mein Gott, ich werde das nicht überleben, wenn der ganze Film so artifiziell ist. So, ne? Also es ist lustig, aber ich habe gedacht, der Film geht 2,5 Stunden, das wird nichts so. Also, ja. War ich wirklich, also in der Freude darüber ganz schön unsicher. Und also das vielleicht zu Shirley MacLaine. Ich bei Big Spender, ne, das ist so eine Szene, wo ich so denke, so geht das, so geht Tanz und Musical und Gesang im Kino und es ist was, eine andere Form und eine andere Ebene, die gar nicht versucht, die Bühne zu kopieren, sondern die macht was anderes. Also das kann Bühne nicht, was diese Szene macht. Und ich hatte da auch schon so das Gefühl, okay, wahrscheinlich ist das wirklich so früh in Bob Fosses Filmkunstwelt. Denn also All That Jazz zum Beispiel ist jede einzelne Szene so überzeugend wie die. Ich finde, von der Montage, von der Inszenierung kommt eigentlich keine Szene nochmal da für mich dran. So, das ist wirklich ein Unikat. Also das ist so ein, wie soll ich sagen? Also es ist lustig, so amerikanische Musicals und auf dem Dach tanzen so, ne? Das kenne ich jetzt öfter, so aus dem einen oder anderen Musical so. Und dann kommt das da auch und dann denke ich, ist das jetzt auch gerade Absicht, dass das quasi auch genau so aussieht, diese gleichen Schwenks rüber über die Dächer? Und also manchmal höre ich schon Chimney Chimney irgendwie von Mary Poppins wieder durchklingen oder so, ne? Also keine Ahnung, ob das was Bewusstes ist, so, aber wollte ich dann einfach nur mal so beipflichten, dass ich manchmal vor Tanz im Kino sitze und so denke, ja, das ist wohl nicht das Originäre. Wobei immer wenn ich habe noch nie West Side Story gesehen, immer wenn ich da Ausschnitte sehe, denke ich, oh, der Robert Wise hat aber ganz schön Action gemacht mit der Kamera. Das sieht so aus, als würde er es vielleicht hinbekommen, aber wie gesagt, ich kenne den Film noch nicht, wahrscheinlich. Wir kennen ja auch nur den Auszug. Vielleicht sollten wir den mal gemeinsam connecten. Dann schaffe ich das auch mal, den zu Ende zu sehen. Ich weiß auch nicht, jeder hat so sein. Also wir haben jetzt die erste halbe Stunde gesehen. Also gehört mit Sicherheit auch auf eine Leinwand. Also ich glaube, das macht auch immer nochmal eine Menge Unterschied. Aber das ist so, also ich glaube, das ist das, was mir irgendwie wichtig ist. Also ich finde das erstaunlich, dass, obwohl das noch nicht alles so sauber zusammengeht, gibt es wirklich Momente in diesem Film, in denen das wirklich, also es ist für mich wie so ein Vorspann zu, was später noch alles geben wird. Und dann gibt es ja Sequenzen, die in sich, also ich habe das Gefühl, mindestens 5 von den Sequenzen kann man wirklich einfach mal rausgelöst jemandem zeigen. Ne? Also falls jemand irgendwie denkt, so ja, ach, weiß ich, Musicals, da habe ich schon alles gesehen. Ja, dann zeigt ihm erst nochmal die Szene in der Autowerkstatt, ob er das schon gesehen hat. Ich habe das Gefühl, das ist, also ich verbinde das mit einem Bob Fosse-Stil. Also ohne was zu wissen, also nur die Filme zu kennen und da auch eben nur vor allem noch Cabaret und All That Jazz, habe ich das Gefühl, immer wieder ähnliche Ideen zu sehen. Also wie soll ich sagen? Also was ich noch nie gesehen habe, noch nie in irgendeinem Musical, ist diese Idee, ich komme mit der Handlung gerade so in Fahrt, Shirley MacLaine ist mit diesem italienischen Schauspieler, wir kommen in diesen irritierenden Pompeii-Club, Schnitt, und wir sind jetzt plötzlich auf dieser Bühnensituation und dann kommt dieser Dreiakter. Da gibt es nicht einen einzigen Gegenschnitt auf Shirley MacLaine oder so. Die verschwinden für einen Moment aus der Handlung. Wir sind in diesen abgefahrenen
gehen wie ein Ägypter, keine Ahnung, also wirklich krasse Choreografie. Also ja, die ist albern, aber da fängt das schon an, dass der Klamauk so 3, 4, 5, 6 doppelte Böden hat. Ne? Also ich frage mich, also weil ich, was ist das irgendwie gerade für ein Gesellschaftsbild, das da irgendwie vorgeführt wird? Also ich habe dann auch so gedacht, so musst du öfter so dran denken an dieses, an diese Waldorf-Idee, tanze deinen Namen so. Was tanzen die da gerade? Ne? Also welchen welche Art zusammenzuleben oder genau oder Religion oder so tanzen die da gerade? Mhm. Und gleichzeitig merke ich so, oh, das wie soll ich denn jetzt wieder in die Handlung reinkommen, wenn du mich hier einmal, ich fühlte mich wie auf einen anderen Planeten gesetzt, so, ne? Also. Ich meine, in der Hinsicht wird es ja dann auch wieder passen, ne? Weil sie ja quasi, sie sagt ja auch, ich bin die einzige Person hier, über die ich gar nicht kenne in diesem Club. Also, dass man eben plötzlich, wir sind eben in der anderen Welt und deswegen ist das auch so völlig davon weg irgendwie auf einmal. Und ich muss auch sagen, Big Spender fand ich auch absolut stark inszeniert. Also bei mir ging dann auch gleich wieder los, warte mal, wenn die jetzt hier gerade so einen Schnitt machen mit einer Großaufnahme von einer Person und jetzt haben wir wieder die Großaufnahme, dann kann niemals gleichzeitig, das müssen mehrere Takes gewesen sein, weil ja, du hast einmal die totale, dann hast du die Nahaufnahme, die Kamera muss ja da gewesen sein und die kannst ja nicht rausretuschieren so leicht. Also wie oft die diese Nummer quasi gefilmt haben müssen und aber auch wirklich immer wieder auf den Punkt da hinbekommen haben müssen. Also es ist perfekt. Synchron, also es macht ja wirklich Spaß, so, wenn die diesen, mir fehlt da echt die musikalische Sprache für, aber wenn die diese Worte so sich so gleichzeitig oder so überschneiden und wie das sozusagen in den Bildern immer wieder ganz perfekt hin und her hüpft und es ist einfach so, Ton und Bild wurden getrennt voneinander aufgenommen, das sozusagen, also erstmal ist das technisch wirklich eine Meisterleistung und dann hat das wirklich einen Bildrhythmus, der ja, der äfft nicht den, also ich habe das Gefühl, das funktioniert, also so wie die Nummer gesungen und getanzt ist, funktioniert sie als diese Kinoszene. Also würdest du sie für die Bühne machen, würde man nochmal wieder anders arbeiten. Also gerade mit diesen leisen Momenten, die so einbauen. Ich weiß nicht, es würde ja, vielleicht. Die ganz kleinen Gesten dann. Ja, ja, genau. Das würde vielleicht auf einer großen anders. Bühne so verpuffen, so, ne? Das würde man anders inszenieren, damit es für die Bühne geil ist, so, ne? Und das kann ich total genießen. Also dieses. Ja, hat mir auch gefallen. War okay, hat er gut gemacht. Ja, ja, klar. Und dann ist so, genau, Schnitt und man ist wieder in so einer normalen Filmwelt. So. Das war das, was ich am Anfang meinte mit, da waren für mich die Brüche noch viel stärker. Mhm. Und ich fand es eigentlich interessant, dass, also eigentlich diese Brüche bleiben. Also das ist auch so Thema Erwartungshaltung. Damit hatte ich irgendwie gerechnet. So. Also wäre das schon auch so ein in sich perfekter kleiner Diamant gewesen, dann wäre der anders irgendwie im Filmkanon schon hängen geblieben. Ne? Also es gibt also immer wieder diese Brüche, also der krasseste Bruch ist für mich wirklich diese Autowerkstatt, also die kommt für mich völlig, sieht man ja auch nicht gleich, wo sind eigentlich unsere Figuren, unsere Protagonisten, irgendwann sind sie dann so in der Menge mit drin, aber. Ja, die werden einmal reingeführt da, ne? Ja. Wie bist du darauf gestoßen? Ich bin im Briefverteiler da, in der Mailinglist. Aber ich merke auch, es gibt was in mir, das ist auch ein bisschen dankbar dafür. Also genau solche falschen Fährten und Überraschungen. Also wenn ich in einem Krimi bin, gehe ich davon aus, dass das permanent passiert. Wenn ich in einem Musical bin, bin ich natürlich total überrascht, dass ich hier öfter mal so ein bisschen mit meiner Wahrnehmung gespielt wird. So. Also eigentlich bin ich auch dankbar dafür. Aber ich denke auch manchmal so, uiuiui, beinahe hättest du mich verloren, beinahe wäre ich keine Ahnung. Ich finde auch, wenn dann diese Standbilder kommen, so. Krass, ja. So, hä? Auch, also. Ja, mach mal. In der Ausgeprägtheit auch lange nicht irgendwo anders gesehen. Ich habe auch gedacht, so, das ist ja auch, glaube ich, die erste Nummer hier, wie war das? Property, it's my personal property, ist, glaube ich, heißt der Song. Ja. Wenn dann immer diese Zoom und Unschärfe zum Schnitt, also ist auch so das, was ich gefühlt eher so im europäischen Kino, so 60er, also würde ja wieder passen, 60er Jahre, dann hat er sich das irgendwie angeguckt und was man ja sonst irgendwie nicht macht, so den Zoom rein und das ist immer, oder so einen schnellen Zoom rein oder raus machen. Ja, oder mitten in der Szene nochmal rückwärts, vorwärts ne, oder aber ganz kurze eingefrorene Bilder, ne, also wenn oder was, also ja, das rückwärts gedrehte hier, wenn sie dann raufspringen soll da in dem Zimmer. Nee, was ich ganz am Anfang mich so kurz hat denken lassen, Mensch, wie aktuell
wenn sie dann, sie wird dann eben von der Brücke runtergestoßen im Central Park. Ja. Ich kann nicht schwimmen, ja. Ruft um Hilfe und keiner hilft. Ja, ja. Das war so ein Moment des Moment mal. Ja, also interessant, ne? Natürlich jetzt wieder ein Riesenbogen, aber. Nö. Ich hatte das übrigens, also das ging mir auch so. Ich fand es so, ja, ist krass, ne? Also du kannst, also manche Filme machen einfach schon immer wieder auf das Gleiche aufmerksam. Ja, und das scheint sich einfach, wir Menschen schleppen das mit uns weiterhin mit. So. Ich hätte dann auch noch kurz gedacht, ja. So, naja, gut, ist jetzt ein bisschen offensichtlich. Da kam noch der Tandemfahrer, ja. Der so ganz klar sagt, guck nicht hin, misch dich nicht ein. Und ich so, boah, ja. Jetzt ist aber wirklich, also noch döller kannst du es mir nicht zeigen, aber irgendwie ja, scheint das ja auch nicht geholfen zu haben. Ich fand das Lied war total schön. Das war für mich auch gleich ein Ohrwurm. Das hatte ich, die, bei mir gingen nicht alle Lieder so ins Ohr. Ja. Also Big Spender kannte ich ja schon, das ist nämlich mir mal außen vor. Mhm. Aber die anderen hatte ich ja zum Großteil noch nicht gehört. Aber das erste Lied, das war blieb bei mir relativ lange noch hängen. Das war so ein Bude-Laune-Lied. Und ich habe auch so gedacht am Anfang, als diese ganzen Sequenzen kamen, ach naja, gut, egal wo die Reise hingeht, Shirley MacLaine hat Spaß. Ja. Aber die hat wirklich so gewirkt, als hätte sie so viel Spaß gehabt beim Drehen. Das hat diese positive Energie wurde auch komplett transportiert. Also das sag ich sogar, das kann nicht gespielt sein, komplett. Dazu muss auch wirklich was drin sein. Ja, der ist wirklich was, das ist auch nicht typisch so Grand Dame Hollywood-Schauspiel, was die macht. Dass man sich, ne, du hattest zwischendurch ja dann auch in unserer Pause dann gefragt, wie alt war die da eigentlich so? Weil ich guck schon manchmal und denk so, ja, toll, dass die so als Frau so da sein darf, ne? Also gerade wenn du daneben die durchtrainierten Tänzerinnen so siehst, so darf die einfach mal viel purer Frau sein, ohne sozusagen so glatt gebügelt zu sein, so, ne? Und da hat, also die ist ja nicht immer sie erstrahlt ja nicht die ganze Zeit so. Ne? Also das Schöne ist, dass sie oft, gerade wenn sie gerade richtig fertig und deprimiert ist, wenn dann das mal strahlen darf im Auge, weil es plötzlich einen guten Grund gibt, sich zu freuen, so, ist das total berührend. Und man denkt, kennt ihr eigentlich das Apartment von Billy Wilder? Einmal gesehen. Also deswegen habe ich bei Irma Ladu vorhin auch doppelt überlegt, weil ich glaube, die beiden habe ich mal quasi so zusammen gesehen und da irgendwas vermischt sich da sehr stark bei mir. Das war auch das, wo er sie so oft bucht, dass sie nicht mehr macht. Oder war das Irma Ladus? Oder war das Apartment? Das ist Irma Ladus und Jack Lemmon. ist ja beides Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Und bei das Apartment geht es ja darum, dass was mit dem Job das? Ne, also wir können das jetzt erzählen, aber ich merke gerade, dann driften wir ja jetzt gleich in das Apartment. Ja. Ich wollte nur darauf hin, das ist ein sehr bemerkenswerter Film in Sachen Natürlichkeit und Shirley MacLaine. Und ich hatte jetzt sogar gedacht, ja, das ist das, was Billy Wilder so aus ihr rausgeholt hat. So, ich könnte schon sein, dass es das ist, was Shirley MacLaine wirklich mitbringt. So, und ich habe jetzt gar nicht so präsent lauter Filme mit ihr. Aber hier ist das auffällig gewesen. Ich habe das Gefühl, sie ist so der Kumpeltyp, ne? Also sie transportiert hier, also sie ist nicht die, wie schon gesagt, das ist nicht Grand Dame oder so, aber sie transportiert diesen Kumpeltyp halt, ne? Und das wird ja auch ganz deutlich in der Szene, hat das ja auch gut gepasst mit dem Schauspieler. Also das war ja. Ja. Da war mal das komplette Gegenstück. Da hatte ich das Gefühl gehabt, dass er sie irgendwann ins Bett bringen möchte. Also ich hatte das Gefühl gehabt, er möchte sich bei ihr ausheulen. Oder irgendwie, weil sozusagen er mit dem Armhäschen so also Mitleid gehabt. Also Mitleid fand ich überhaupt nicht. Also er war fasziniert auf eine Art und Weise von ihr. Ja. Weil so eine Frau kennt er nicht. Er kennt nur die andere, die dann so. Ja, weil sie auch so eine Unschuld ausstrahlte die ganze Zeit, deswegen habe ich euch auch so dieses. Ist sie jetzt natürlich noch nicht Prostituierte? Was ist ja mal ihr, was genau, was ist jetzt ihr Job? Sie ist jetzt einfach nur Hostess, aber das heißt ja nicht, dass sie bis zum Platz geht. Was ist sie denn jetzt genau? Was ist denn jetzt ihr Job genau? Weil die ist doch keine Prostituierte, die kommt so viel so positiv in die Welt und so unschuldig. Das kann doch nicht sein. Was macht die denn jetzt eigentlich? Also, von den die wenigen Ausschnitte, die wir aus dem Club gesehen haben, das hätte ja auch unschuldig sein können, dass sie da einfach nur... Man möchte das auch gerne glauben. Ne? Also der Film lässt das tatsächlich so weit offen, dass wenn du unbeirrbar dir das schönreden willst, kannst du es machen. So. Also es gibt jetzt keinen eindeutigen Gegenbeweis, außer dass es schon ganz schön naiv ist, das zu glauben. Ne? You're a fine broad. Und wie viele Männer gab es eigentlich? Bis wohin soll ich denn zurückgehen? Aber was so auch die Brüche angeht, fand ich auch, oder ist mir gerade so ein bisschen bewusst, so diese Mischung aus On Location gedreht eben in New York und dann aber auch immer wieder natürlich Studio. Also gerade jetzt die Aufzugs-, die Fahrstuhlsequenz. Ja, die war ja genial. Herrlich. Also da habe ich auch immer so gedacht, na, was kommt jetzt? Und dann dieses, wo wohnst du? Im Fahrstuhl. So erwischt. Ja, den fand ich auch am besten. Das war der lauteste Lacher von New York. Super pointiert, ne, auf den Punkt gespielt, auch inszeniert wieder da. Was passiert jetzt? Das Licht geht. Also auch das wieder, dieses Spiel mit eben auch dem Thema Film. Was passiert? Das Licht geht aus. Ja, das Licht geht aus.
und gleich geht's weiter. Jetzt ist Pause, so diese, ja. Ne? Ja, von mir war wirklich, also da fängt diese Szene im Fahrstuhl an und ich lache wirklich herzlich so über dieses, es ist eindeutig Drehbuch, aber es ist fast improvisiert, ne? Also es ist so, es ist ja wirklich zwei begnadete Schauspieler mit komischem Talent können, also haben quasi auf minimalstem Raum können sich ausleben. So. Also es ist wie eine Bühnensituation so, ne? Und es ist total menschlich. Wir können das alle total gut nachvollziehen. Und dann ahne ich schon, ach so, und das wird jetzt natürlich die Kennenlernszene und das ist ja meine Überraschung von, ach so, dieser Film wird das jetzt noch. Und dann gibt es etwas in mir, dass ich so, boah, will ich da, also da, also das war so, also ich war mir nicht so sicher, ach so, das ist also die zweite Hälfte, so, ich merkte, ich wurde skeptisch so, war bestens unterhalten. Und dann hat mich das ziemlich unvermittelt getroffen. Da war ja auch schon länger quasi kein Musical mehr, Moment mehr so. Und man dachte schon, was wird das jetzt gerade für ein Film? Und dann liegt er da so ohnmächtig da und sie fängt so ganz leise an zu singen und es ist total liebevoll, dieses Beschreiben von diesem Gesicht und ich wollte doch jetzt gar nichts Besonderes an dem Gesicht finden und es ist ja auch eher ein bisschen normal, aber das ist ja schon auch besonders und schön und dann denke ich so, ach, das ist ja toll, so, also plötzlich, also ab da ist das für mich zusammengegangen, ne? Ab da fing an die Musical-Welt, die überhöhte Welt und die reale Welt, also plötzlich hatte ich ein Gefühl dazu. Also ich habe dann nicht mehr gedacht, ach, hoffentlich kommen jetzt noch viele weitere absurde Tanzeinlagen so, sondern na, mal gucken, wo das hingeht jetzt mit den beiden. Das ist auch so schön, da können wir das Mädchen nicht mehr durch. Da geht das, oh ja, das ist eine gute Sache, machen wir weiter so. Fand ich gut. War auch eine schöne Fortführung des Themas, sie ist auf engem Raum irgendwie quasi eingesperrt. Ne? Wir haben zuerst die Szene bei dem Filmstar, wo sie dann alleine ist, zunächst in dem Kleiderschrank und quasi nicht rauskommt. Auch da wieder allerlei lustige Sachen passieren mit dem Bier, mit dem Rauchen, mit den Zeilen aus seinem Film. Without love, there is no purpose in life. Und genau, also sie ist allein und sie schläft dort dann auch eben alleine die ganze Nacht lang und dann das nächste Mal, wenn sie in einem kleinen Raum eingesperrt ist, ist es jetzt eben mit einem Mann, es ist sehr hell, es kommt eben zu dieser Annäherung, die beim ersten Mal ja zwar auch gewisserweise stattgefunden hat, aber eben nicht auf dieser Ebene. Und eigentlich ist das doch auch gewagt für so ein, das ist ja schon auch ein fetter Hollywood-Film so, ne, also hier ist CinemaScope und also aufwendig produziert und so, aber quasi das Angebot in der Mitte des Films ist, eine nicht ganz so glanzhafte Hauptfigur könnte vielleicht ihr Glück mit einem nicht ganz so glanzhaften Mann finden. So, das ist so, also ist ja jetzt, also quasi die Attraktivität wird davon ja, also wird ja bewusst weggelassen, so, ne? Der Mann ist so ein verängstigter, schüchterner Normalo, der auch schon er schon 2 Jahre so zu, also nach seiner Blütezeit ist so, ne? Also jetzt ist wirklich so, das ist ja auch gewagt so, ne? Also es ist ja jetzt nicht George Clooney, wisst ihr, wie ich meine? Also das Na, es ist ja auch ne, auch da haben wir sozusagen die Abfolge der Männer. Zuerst ist das eben so ein schemenhafter Typ im Anzug, wir sehen ihn nie ohne Brille, wir wissen nicht, wie er aussieht wirklich, ne? Also können nur mutmaßen, und der sie dann eben ins Wasser schmeißt, abstößt und auch noch ihr Geld klaut. Dann der zweite kommt auch erst so mit einer halben Brille. Das ist so eine riesige Berühmtheit und ja, nee, das wird auch irgendwie nicht so richtig was, aber so ein großen Anführungszeichen normaler, der sich jetzt nicht um Mitternacht da noch 5-Gänge-Menü von seinem Butler raufbringen lässt aufs Zimmer. Mit dem vielleicht. Vielleicht ist das ja was. Kennt ihr mal den Schauspieler eigentlich? Ist der euch bekannt gewesen? Also mich hat er halt Hammer an den einen aus 2001 erinnert, an einen der beiden. An Kier Duela, ne? Ja, ich weiß, wie du meinst. Aber der war es mit dir halt nicht. Er hat mich auch ein bisschen an Edward Fox erinnert, aber alles nicht. Keine Ahnung. Also ich habe auch so ein, aber genau. Mhm. Und weil er natürlich nicht, also weil er sozusagen die klassischen also Hollywood-Klischees eines männlichen Stars so gar nicht erfüllt. Und ich finde ihn sozusagen erstmal am Anfang genauso wenig sympathisch wie die anderen beiden davor so, ne? Also klar, der erste ist schon besonders abtörend so, aber also keiner dieser Männer ist ja irgendwie, wo man denkt, ah ja, das wird bestimmt gut für sie oder so, ne? Also am schlimmsten fand ich tatsächlich den von der Arbeitsagentur. Ach ja, da war ja noch so ein Typ, ja. Also den fand ich ja nicht so gut, oh.
Ja, diesen Witz haben sie bis heute übernommen, Phil. Nee, aber nicht mein Job, der ist schon vergeben. Ja, nee, also wie sie dann wirklich sich bemüht und tut und tut und das ist doch ein Witz, ist doch ein Witz. Das war echt fies. Also, das, ja, war richtig, ja, das ging richtig tief. Ging richtig, richtig tief. Ja. Und das ist ja, also das ist ja, das machen wir ja, wir verraten ja wirklich also immer alles von dem Film. Wäre jetzt die letzte Chance, wer noch nicht ahnen kann, was an dem Film so besonders ist. Wir können ja auch fragen, ist es denn für euch ein Happy End? Also wir haben ja auch wieder die märchenhafte Schlussformel leicht verändert. Es ist ein ehrliches Ende, so einfach ist das. Und der Film leistet sich das mit derselben Emotionalität, wie sich sonst Hollywood-Filme, dass die Lüge zu sozusagen leisten. Also die Lüge wird normalerweise mit so viel Süßkram verpackt, dass man nicht mehr auf die Idee kommt, das ist eine Lüge, sondern man nimmt das so und dann macht der Film jetzt keine Lüge zum Schluss, verpackt die aber auch mit ganz viel Süß. Also es ist quasi bittere Medizin mit Honig so, ne? Und ja, also für mich, also deswegen, wie soll ich sagen? Also ich finde das sehr happy, die Shirley MacLaine sozusagen quasi im Hintergrund sieht man ja noch die Brücke, von der sie am Anfang des Films runtergeschmissen wird so. Und jetzt sucht sie nicht ihr Glück in dem nächsten Mann, der das jetzt für sie macht, sondern sie nimmt das selber in die Hand. Das ist ein Hammer-Happy End so, ne? Sie muss es ja auch selber in die Hand nehmen. Sie ist ja jetzt quasi ohne Mann, ohne Arbeit. Ja, ich meine, sie wird ja damit entlassen, eben hopefully, ne? Und das ist eben das, was zählt. Also klar, Liebe ist super toll. Arbeit ist auch manchmal vielleicht nicht verkehrt, wenn man welche hat. Aber wichtig ist irgendwie die Hoffnung auch zu behalten. Ne? Würde ich jetzt so mit da rausziehen durch diesen Schlusssatz natürlich. Ja gut, aber ich hatte am Schluss nicht das Gefühl, dass ich mir Sorgen machen muss, dass sie ihren Weg nicht findet. Ne? Also ich hatte das Gefühl gehabt. Aber sie hat sich doch gefragt, wo sie hingeht. Wurde das denn für dich beantwortet? Nein, das jetzt nicht, aber ich hatte das Gefühl gehabt, dass sie auf jeden Fall wieder an sich selbst geglaubt hat und jetzt einfach das Gefühl hatte, sie muss an sich glauben und nicht an andere Leute, sondern an sich. Ne, und das hat sie geschafft und deswegen ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie eine Kämpferin war und die wird alles tun, dass sie ihren Weg findet. Also und nicht sozusagen ihm nachtrauern oder ihre Freunde an den alten Arbeitsplatz zurückkehren, sondern wirklich versuchen, was Neues aufzubauen. Ich komme, was wollen, wenn es länger dauert. Also so wirkte sie auf mich nachher. Da war schon ein gewisses Lehrstück dabei. Sie hat ja für sich gelernt, dass dieser Job sie abstößt, sie will es einfach nicht mehr, komme, was wolle, unabhängig jetzt davon, dass oft bei der Familienplanung nicht das Leichteste ist, es ist für sie auch nicht mehr das. Sie ist aus der Sache rausgewachsen, wo sie vor ein paar Jahren das noch als in Ordnung geachtet hat und es weniger störend. Es ist mittlerweile für sie wirklich ein Störfaktor, was sie absolut nicht will. Und warum sollte sie denn darauf zurück? Nur weil jetzt der Mann dir jetzt gesagt hat, ich nehme jetzt keine Verantwortung für dich? Nö, dafür ist sie dann doch zu selbstbewusst. Also den Knackpunkt würde ich dann in ihrer Entwicklung zum Beispiel auch in dem Rücken-an-Rücken-Gespräch sehen, ne, wo sie dann wirklich mal, nachdem sie sonst immer, ja, das sage ich ihm, wann hast du es ihm denn gesagt? Ja, das werde ich ihm morgen gesagt haben. So, also wo sie dann wirklich mal hingeht und sagt, ich mache jetzt hier Karten auf den Tisch. Und das ist wirklich der Moment, wo sie quasi, finde ich, innerhalb dieser Handlung nochmal wächst, also wo sie den Entwicklungsschritt macht, eben so, ich bin jetzt ehrlich und selbst mit dieser Ehrlichkeit scheint es zu klappen. Ja, finde es aber auch schade, dass er es schon wusste, ne? Verläuft sich natürlich. Ja, das fand ich schade. Ja, das ist ja das, was ich dann immer so manchmal ein bisschen rausnimmt, einfach so diese Hollywood-Geschichte dann vielleicht wieder. Für mich war aber das Ende trotz allem so ein bisschen, habe ich auch so gedacht, ja, jetzt ist hier Where Am I Going, ist so die letzte Nummer und dann. Ach so, da haben die auch schon auf ein Franchise gezielt. Da kommt also irgendwann Sweet Charity 2. Sie ist ihren Weg gegangen oder so. Wie geht es denn mit ihr weiter? Welchen Weg hat sie gefunden? Ja. Ja. Gut, aber zu der Zeit, das war ja nicht so. Ja. Ich überlege nur gerade, wir sind ja jetzt so eigentlich an dem Punkt, so New Hollywood kommt, ne? 68er Bewegung. Ja, eigentlich schon mittendrin, ja. Ja, ne? Also Easy Rider war 68. Genau. Genau, also dass das eigentlich schon so diese Phase ist, wo die große Zeit der Hollywood-Musicals wahrscheinlich schon wieder vorbei ist. Aber dann eben trotzdem nochmal so ein Ding rausfeuern. Also könnte ja auch sein, dass sozusagen die Zeit von New Hollywood überhaupt so ein Ende möglich gemacht hat. Also weil das darf man schon auch nochmal anerkennen, also das unabhängig davon, wie wir das jetzt sozusagen werten so, es ist lustig so, jetzt bin ich ja gar nicht der schon all diese Hollywood-Musicals gesehen hat so, aber ich habe zumindest Hollywood Filme gesehen, wie die ausgehen so. Ne? Also das waren keine Filme, die sozusagen. Da gab es halt schon die Fantasie, dass
Also gerade jetzt, also wenn du die Perspektive hast, also eine Frau sozusagen ist erst dann so richtig vollständig im Leben angekommen, wenn da auch der Mann an der Seite ist so, oder am besten sie an der Seite von dem Mann so, ne? Und das ist an der Stelle, ist das, braucht es, glaube ich, schon auch eine gewisse mentale Wende in der Gesellschaft, dass da ein Studioboss zu sagen kann, jo, das machen wir, das wird bestimmt genauso viel Geld einbringen wie ein anderes Ende so, ne? Also es, wie ist das? Wir hatten lustigerweise ja quasi im Vorgespräch das mal so angeschnitten, das Thema Carla. War das bei Carla, wo sie am Ende mit ihren Sachen gepackt die Straße lang geht und alle sie angucken oder so? Oder welche? Das war auch, glaube ich, einer der Verbotsfilme. Also da musste ich, das kam mir nochmal in den Sinn so, als sie dann alleine über die Straße geht. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Carla war oder. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich jetzt an ob ich auf die Szene komme, die du gerade meinst, aber enden tut Carla, also der DEFA-Film von 1965, der endet mit den beiden im Zug so, ne? Ist so ganz ähnlich wie das Ende von die Reifeprüfung, ne? Also das Welcher war denn das, wo der Bruder verhaftet worden war wegen der Flugblätter und sie dann so mit der Mutter auch ein bisschen bricht? Und dann geht's ja wieder schlecht. Ja, weiß ich. Ich meine, es war irgendeiner von den Verbotsfilmen, wo sie dann eben am Ende mit den gepackten Sachen so die Straße lang geht und dann wollte, glaube ich, der Polizist helfen oder so, meinte sie, nee, ich gehe meinen eigenen Weg oder so. Und da, auf jeden Fall hat mich das irgendwie daran erinnert. Irgendwie kommt mir das bekannt, weil ich das Gefühl, ich habe das auch gesehen. Ja, ich bin mir, ich krieg's gerade nicht verknüpft mit den Verbotsfilmen. Das kann viele Gründe haben. Ich weiß auch nicht. Hast du bei der Tanzszene auf dem Dach eigentlich auch gedacht, ey, das ist ja Heathers? In Rot, Gelb und Blau getanzt, die drei Damen. Nee, tatsächlich habe ich gedacht, tatsächlich. Auch auf dem Dach? Fast. Nee, also. Ich hätte tatsächlich an Westside Story gedacht. Ja, also, ich glaube, es ist wirklich das Westside Story Setting, oder? Mit diesen Feuerleitern und so. Also, ohne dass ich Westside Story als ganzen Film gesehen habe, kenne ich dieses Bild, wie die da über auf den Hinterhöfen. Also, ich kann nur sagen, Westside Story ist von der Fox und das war ein Universal-Film. Naja, gut. Und das aber, war, also diese nee, beiden Szenen. Westside Story hat ja auch immer diese ganz klar, jeder hat die klaren Farben, jeder eine andere Farbe. Und ich musste mal kurz sagen, um das, was habe ich vorhin vergessen zu erzählen, mit der Sache mit Shirley MacLaine, dass ich das Gefühl hatte am Anfang, dass alle tanzen außer Shirley MacLaine. Das habe ich bei Westside Story auch mit dem einen hier aus das Blut gefriert, dass du auch den einen, der mal vorgeht, immer mit der Hand schnippst, ganz entspannt, und ist dann Anführer der Gang. Und dahinter springen und hüpfen die wie die Blöden. Die ganzen Balletttänzer holen alles raus und er macht einfach nur den Schnipsel. So. Und ich auch dachte so, ja, so kann man es auch lösen. Da hätte man sich auch entstellen können. Ne? Aber kann ja sein, dass er nachher noch auftaucht, das habe ich ja noch nicht miterlebt. Aber also grundsätzlich stimme ich zu, vom Gefühl her ist das irgendwie so, ja, auf dem Dach und es wird getanzt und das irgendwie bei West Side Story gibt es mindestens irgendwie was Ähnliches. Also das ist da so eine, sehe ich, mit den Farben war auch mehr spaßig gemeint mit Heathers, aber muss ich dann eben auch dran denken. Die Schuhe waren toll, glaube ich, schön. Ich muss aber auf die Schuhe mal gucken als Mädchen. Ich dachte, die haben so schön harmoniert, auch von den Farben und so. Und das den Blick hatte ich nicht tatsächlich. Das war ja auch dann Märchenanspielung, dass sie ihr Schuh weg ist. Ja, sieht ja aus wie der andere. Ja, aber also klar wieder diese Brechung, aber diese Märchenmotive sind dann eben immer wieder da. Ja, das war ja wirklich so wie die gefallene Prinzessin eigentlich, so die fühlte sich ja gerade. Ich habe auch die ganze Zeit dann erst gesagt, mal gucken, wie oft Shirley MacLaine hier noch nass wird. Also ne, sie ist mit in den See geschossen, dann ist nachher der Regen, da wird sie dann auch nochmal ganz schön doll nass. Und ich dachte, mal gucken, ob sich das irgendwie weiterzieht. Dann weint sie auch viel. Ja, sie weint viel. Also, ne, genau, sie wird nochmal nass, ja. Habt ihr eigentlich das Gefühl gehabt, dass sie eine tragische Figur ist eigentlich, oder? Na, also der Moment, wenn das so vom Gefühl her auch wirklich so endgültig und gnadenlos, nee, endgültig weiß ich nicht, aber als so brutal dieser Glücksballon platzt, so, ne, wenn sie da mit ihrem Blümchenkostüm im Flur steht, dann ist das super tragisch so. Ich bin dann auch Bob Fosse total dankbar dafür, dass er auch das dann so aufgreift und so extrem überhöht, so mit diesen mehrfach überblendeten Nahaufnahmen von der tränenüberströmten Shirley MacLaine. Aber das ist so der Moment so, die kann es jetzt auch wirklich, also alles, was sie zu ihm sagt in dem Moment, ne, wo er sagt, ich kann, also er ist total, also die üben in der Szene davor ja Ehrlichkeit miteinander. Ist gar nicht so einfach, ne? Noch mit ganz schön vielen Irritationen und am Rücken an Rücken sitzen. Aber wenn die da beim Unterschreiben oder beim Ausfüllen des Hochzeitsformulars sitzen, sind die komplett ehrlich. Also er so wie er kann, aber du, ich kann nicht, ich geht nicht. Aber und ganz kurz, und sie ist auch hammer ehrlich. Also sie sagt, also ich kann das halt nur nicht, also ist halt Geschichte in meinem Leben, ich kann das nicht rückgängig machen, so, ne? Und dann klappt das nicht. Also das macht's total tragisch, weil, also die haben alles, was man sich, finde ich, als ein Paar geben kann. Also mehr Offenheit geht nicht. Und entweder das geht jetzt zusammen oder es geht aneinander vorbei. Und das tut weh.
Ich überlege jetzt gerade, ne, diese Szene mit dem Rücken an Rücken. Und da kommt ja aber diese die Party-Szene. Und in dieser Party-Szene. Da hat er doch den Bruch, also die Tattoo. Ja, genau. Also es ist halt filmisch, es ist sehr offensichtlich erzählt. Wir haben kurz Close-Up auf das Tattoo, auf seinen Blick. Und danach ist er ja wirklich so dieses, und denke ich immer schon so, und habe ich schon gewusst. Ja, schüchtern, die ganzen Leute. Ja, aber für mich war in dem Moment klar, okay, es wird nichts, das wird nicht mehr gekittet. Ja, na, und dann demontiert wieder Bob Fosse, ist total krass, wie der immer auf Ideen kommt. Ich stelle mir vor, diesen Choreo, ich stelle mir vor, der hat 30 Jahre auf Bühnen selber getanzt und choreografiert. Und dann entdeckt er das Medium Film, geht in den Schneideraum und so wie er die Leute sonst dirigiert und mit ihnen so krasse Choreografien macht, wo die so genial rhythmisch hin und her zappeln, so guckt er jetzt den Cutter an und den Cutter kriegt schon große Augen und Riesenohren, was Bob Fosse da gerade von ihm will. Und das erzeugt solche Montagen wie diese Riesenparty, die da abgeht und im größten, wow, alles ist total geil und das Konfetti fliegt, frieren die Bilder ein, werden schwarz-weiß und der Ton ist weg. Also es ist so wie manchmal in den Tänzen so abgehackte Unterbrechungen drin sind, dann geht's wieder weiter und so. Also genau, ich meine nur, diese ganze Szene hat ja schon so ein von, das ist gar nicht so, wie es aussieht. Also wir machen richtig doll auf Party. Weil eigentlich ist danach gar keine Party. Ja, die Brüche werden ja auch immer ganz, ganz toll da, auch da, ne? Die Brüche werden gesetzt mit dem, ja, das hier ist ein 17-Dollar-Kuchen. Ja, für Angelo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, was anderes gab's auf die Schnelle nicht, ne? Also auch das ist irgendwie so es ist nicht ganz perfekt, ne? Wir versuchen aber irgendwas. Ja, und alle drücken dann nochmal doppelt auf ihre Euphorietube so. Ja. So dass, ich glaube, der Kater von allen muss schrecklich sein. Naja, danach. Ja, wenn die beiden Mädels, wenn ihre beiden besten Freundinnen da an der Theke sitzen mit dem Bier, und das ist auch so dieses, ja, wir haben eigentlich auch irgendwie, würden das auch gerne haben, so ungefähr. Ganz man eindeutig. Man ahnt schon, gerade weil ja der Bräutigam, der Zukünftige, schon so deprimiert und handlungsunfähig rumsteht, ahnt man schon, das, was ihr jetzt so deprimierend findet, ihr beiden Mädels so, das wird noch nicht mal Wahrheit werden, so. Und das ist ja auch tragisch, das ist ja wirklich, das geht, das tragische Moment geht ja wirklich noch weiter, dass sie sozusagen, nachdem sie schon mal Offenheit geübt hat, so, und damit ja leider trotzdem nicht das bekommen konnte, was sie sich gewünscht hat, ist sie im nächsten Moment wieder in der Lüge gefangen. Ne? Also weil ich da ja zumindest so mir begründe, okay, sie will mit ihr alleine reden und deswegen ist natürlich doppelt und dreifach doof. Ja, dass so das läuft so, es doch immer im scheiß Leben. Du kommst nicht in eine Situation, die dir das leichter machen würde, sondern nur noch schwerer. Ja, da sind die alle da dran und gackern wie die Hühner und sie macht irgendwie beides gleichzeitig. Sie lügt und freut sich nochmal über die Fantasie, wie es gewesen wäre. Also er freut sich auch mit den Mädels irgendwie. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Das ist schon geil, auf wie vielen Ebenen das denn so, also was denn da so wirkt. So, ne? Ja, da ist sie auch wieder allein. Das ist wieder durchzieht. Ich sag euch, ich habe schon die letzten 2 Minuten immer so, Bobby, mach das jetzt nicht kaputt. Ne? Was du jetzt hier? Naja, ich dachte, für einen Moment dachte ich, zieht das wirklich durch? Oder also ich dachte dann, oh nein, der lässt jetzt bestimmt den Typen da doch noch irgendwie um die Ecke springen oder so. Das hätte sehr kaputt gemacht, so, ne? Also, aber ja, nicht. Nee, auch da, ne, ist sie wieder in einer Telefonzelle, also wieder in einem sehr begrenzten, engen Raum alleine. Diesmal wieder ohne Mann. Ja, das schön natürlich dann auch wieder diese Gegenszenen, wenn sie da durch den Bahnhof läuft oder im Central Park eben, der ja auch recht groß ist. Auch die Leute. Ich meine, es ist ja eins der klassischen und wahrscheinlich überzeugendsten Bühnenideen. Das Licht geht weg und es gibt nur noch einen Spot. So, ne? Also diese Wirkung, die das hat. So. Und das geht im Film halt genauso geil. Passiert ja auch immer wieder mal momentweise. Das ganze Set verschwindet, ist ganz reduziert. Das ist ja auch so, ne? Also. Wie krass auch, wenn dann die Blumen verteilt worden sind und Good Morning und Love. Und dann geht sie an diesem alten Paar vorbei. Und es ist so. Ja. So dermaßen süß und so dermaßen bitter und es ist einfach nur so, oh nein, das ist echt nicht. Also dieser Moment, ne, wenn man als Single die ganzen verliebten Menschen sieht und es gibt dann nichts Schlimmeres als ein wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten, ein Paar, das schon seit Jahrzehnten zusammen ist und immer noch glücklich zu sein scheint und da einfach. Na gut, nur weil sie jetzt in dem Moment Pech hat, heißt ja nicht, dass sie komplett mit der Liebe aufgeben muss, ne? Nee, aber so dieser Kontrast natürlich, ne, sie hat, also, das ist ja quasi, wäre ja auch eine mögliche Zukunft für sie und eine glückliche Zukunft. Und dann, ja, hallo, was soll's? Das Leben geht weit. Also das ist ja auch wieder dann vielleicht, dass sie dann auch daran minimal wächst in diesen 3 Sekunden. Es geht ja weiter, aber diese Lehre hat sie da eigentlich zu dem Zeitpunkt schon gezogen für sich, bin ich der Meinung. Ja, ne, ich glaube, die ist den ganzen Film übergewachsen, also dieser ganzen Handlung und ich merke gerade, also meine Anfangsaussage mit so, der Plot ist mir eigentlich egal, das stimmt ja dann doch gar nicht so, weil
ab da, wo ich ins Fühlen gekommen bin, gehe ich ja auch mit dem Plot mit so, ne? Und das ist eine Großwertgeschichte, und zwar eine insofern, am Anfang ist sie wie so ein kleines Mädchen, alleine kann ich aber nicht glücklich sein, das geht nur mit dem Mando, ne? Und die sind dann auch alle eher so in so einer Art, also werden eher so angeguckt wie so ein Übervater oder so, und sie wird aber zu der Frau, die nicht jetzt sozusagen ihr eigenes Glück davon abhängig macht, dass ihr das jetzt jemand anders bringt, so, ne? Also so dieses, der Satz stimmt ja wirklich nicht, nur Liebe gibt dem Leben einen Sinn, wenn es heißt, dass die Liebe immer nur von jemand anderem kommen kann. Also dann ist das wirklich dein Ende so, weil es sei denn, Leute laufen rum und haben einfach nur Liebe zu verschenken, aber in der Regel braucht ja jeder was so, ne? Also könnte das was damit zu tun haben, sich selbst so lieb zu haben, dass man also seinen Weg auch geht, auch wenn jetzt gerade nicht gleich jemand daneben ist und einem dabei an die Hand nimmt, dass das dann alles noch kommen kann und dass die Shirley MacLaine in diesem Film nur auch noch nicht so alt ist, ist ja auch ein bisschen beruhigend. So, ist ja wirklich noch ein bisschen, also ja, also für Teil 2, 3 und 4 wäre schon noch genug Lebenszeit da, das würde noch gehen. Ach ja, Sweet Charity. Heißt eigentlich Charity noch was anderes als das Charity, das ich kenne, wenn es Wohltätigkeit. Die Wohltätigkeit ist? Ja. Wüsste ich auch nicht so. Ich kenne es auch nur so. Ja, auch interessant. Als hätte sie was zu vergeben, wo sie doch selber so dringend danach sucht. Also man könnte jetzt natürlich noch so rumspinnen. Heißt aber ist das noch eine Ironie, dass ihr zweiter Vorname Hope ist? Ja, richtig. Das heißt und auch noch Valentin. Ja, ja. Wofür, ja. Also das ist eine Fritzelname. Helfen mal, Valentin ist... Na, also Valentine, are you my Valentine? Ja, also, natürlich Valentinstag einmal, aber ja, auch so Valentine auch so im Sinne von herzlich so... Ja, ja, okay. Und hopefully dann eben auch wieder. Ne? Also man könnte auch sowas machen wie Sweet Charity, ist ja so ein bisschen wie Sweet Cherry und das glaube ich vielleicht schon wieder ein bisschen anzüglicher in manchen Kreisen. Aber Sweet Charity kannst du auch, wenn du es böse nimmst, auf ihren Job münzen. Ne? Also ja, ja, natürlich. Also, ja, deswegen, das meine ich ja. Es hatte mich natürlich auch überrascht, dass das dann so im Film mal wieder ausgesprochen wird, der Filmtitel, als das dann kam in der U-Bahn-Station. Aber auch eine herrliche Szene mit diesem, ne, ah, können wir uns nicht küssen und die Gitter sind noch, das, wir sind noch voneinander getrennt. Und dann kommt dieser Handkuss. Wer hätte damit gerechnet? Ja, schon geil, wie diese Stadt so auch so, also, ja, genau, diese ganzen Locations so richtig mitspielen, so, ne, also. Ja. Wir könnten aufs Land ziehen. Oh ja, nach New Jersey. Hm. Ich finde das auch so schön, wie sie am Anfang immer das Schlimmste von ihm vermutet, wo sie jetzt denkt, naja, er ist genauso wie alle anderen und sie den Kopfkino dann immer, was sie denn denkt und dann ist er halt doch immer das Gegenteil, was er dann die ganze Zeit Hoffnung macht und am Ende macht, ist er dann doch wie die anderen. Ne? Also ist dieses, ja. Das war noch ein Punkt, so das Thema Innenperspektive, also dass ja doch mal Monologe kam. Ja, ja. Innere Monologe. Also ein gesungener Monolog war auch dabei. Ne, ja. Also klar, dass wenn man so den Bruch mit dem, wir sehen doch die Szene, sind aber, wir hören schon quasi die nächste Szene, wie sie eben ihren Mädels schon wieder davon erzählt. Und wir wissen natürlich, ja, das passt ja vorne und hinten nicht zusammen. Aber das dann eben auch nochmal kommt, eben, genau, wenn sie das Date mit ihm hat, so dieses, natürlich, jetzt kommt der Moment, in dem du aus Versehen in der anderen Hose dein Geld hast und so. Habe ich auch wirklich jede Tasche durchsucht. Ich war doch immer wieder noch verblüfft, wenn der Film mich gekriegt hat. Und hat mich sowas von gekriegt in diesem Moment mit der Brieftasche so. Also ist auch wieder so, fängt so ein bisschen klamaukig an, wie er da so nach seiner Brieftasche sucht so. Und das ist Shirley MacLaine ist das. So wie die, da guckt wirklich eine Frau und denkt, oh Gott, wie oft werde ich noch enttäuscht in meinem Leben? Immer wieder an der gleichen Stelle. Immer wenn ich denke, der Typ, ne, also der. Mhm. Nee, der ist, es ist wirklich so, wie ich gedacht. Also, das ist so, oh ja, also, es ist so, ja, es ist wirklich schön. Ja, das ist ein cooler Moment. Und dann gibt's wieder eine Standbildsequenz, die auch cool ist, weil, also ich, das, also das ist schon mutig auch, wenn der Film dann einfach so drauf vertraut, dieser Blick, den Shirley MacLaine dem Typen zuwirft, wie er ihr irgendwelche Skulpturen in der Stadt zeigt, das ist wirklich kernig. Also, weil mir kommt es so vor, wie das sind Ideen, die im Schneideraum entstanden sind, dass das jetzt nicht vorher schon so geplant gewesen ist, so grobkörnig, wie wir da so ins Filmmaterial nochmal so reinzoomen, aber es ist, also ich habe das sind für mich sind das eigentlich immer, weil diese Choreografie in den Tänzen ja wirklich so auffällig
besonders ist, so dass ich sie behaupte, dass das eine Bob Fosse-Choreografie ist, die man unterscheiden könnte von irgendeiner anderen. Wahrscheinlich würde ich irgendein Musical sehen mit einer geilen Choreografie und würde denken, das ist auch Bob Fosse gemacht. Aber jedenfalls, also ich sehe da was, was mir irgendwie einzigartig vorkommt. Und so scheint er das, also das, vor allem sind es die Unterbrechungen oder die Pausen oder die Verlangsamung, mit denen ich immer nicht rechne. Ne? Also da bin ich in so einer, also Big Spender ist, glaube ich, irgendwie ein Ein-Minuten-Lied so. Aber bei Bob Fosse ist das so eine 3-Minuten-Sequenz, mhm, der durch Wiederholung, Dehnung, plötzlich Tempo, plötzlich groß, dann wieder ganz klein. Und so ist das für mich auch so eine Idee beim Film. Ich kann doch mal zwischendurch mit einem Standbild arbeiten, statt mit Bewegtbild. Man muss auch mal die kurz, also als wenn so eine Idee ist, so von, bevor wieder viel kommt, gibt's mal kurz. Also die Dosierung ist irgendwie immer unterschiedlich. Ja, ist auch so eine Reflexion, weil du, also als Zuschauer wirst du ja dann voll drauf gestoßen, also es ist trotzdem Film, ne? Das ist nicht, ey, so, als wären jetzt Musical an sich nicht einen schon quasi immer von dieser Künstlichkeit überzeugen würde, und da geht man ja aber dann doch irgendwie mit, weil es ist halt so, aber dann jetzt ein Standbild, hä, schwarz-weiß, was soll das denn jetzt? Ja, ja. Das geht ja wohl gar nicht, das ist ja auch nicht erlaubt. Ja, ich fand das auch extrem auflockern, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Wieso müssen wir meine Kinder in der Tier, die, oh, wie ist das, die in den 60ern gespielt hat, willkommen leben die. In den 60ern raus. Ja, da geht's auch, geht auch mal diese, die hat auch mal in Stadtbildern die ganze Zeit immer gearbeitet, hier, was dieses Joe Cocker-Lied als Titelding hatte. Oh, eine ganz bekannte Serie mit Arnold und was weiß ich was, mit seinen Minions, Winnie und seine Freundin und was weiß ich was. Hat man mal auf, lief immer auf RTL 2 damals, wo sozusagen spielte in den 60er Jahren die Kinder, die Jugend von dem einen jungen Mann. Ach, wunderbare Jahre, ja, meinst du? Danke. Ja, danke. Ja, alles gut, ja. Mein Gott, ach, das ja. Wär, dann ist das trotzdem, die haben ja auch mal mit Standbildern gearbeitet, indem wir diese heile Welt ausgedrückt haben und okay, sozusagen diese perfekten Momente sozusagen da reingelegt haben. So, und das um den Punkt mal zurückzufinden. Und das ist genau diese Erwartung oder diese positive Erinnerung, die sozusagen diese Serie mir in diesen Momenten vermittelt hat, die kam dann bei mir auch bei diesem Film dann immer auch wieder vor, wo ich mir dachte, oh, jetzt geht's bergauf, jetzt sind die schönen Momente festgehalten, jetzt haben wir einen Zeitsprung gemacht, es hat sozusagen, oh, jetzt hat der andere sie sozusagen veräppelt, aber jetzt findet sie wieder zu sich selber und die Zeit vergeht und sie baut sich wieder auf, und deswegen ist es ein positiver Moment, wenn diese Bilder kommen. Ja. Deswegen fand ich auch diesen Film unglaublich erfrischend und positiv, weil ich hatte auch tatsächlich wirklich Angst vor diesem Film teilweise gehabt, weil ich Kabarett als unglaublich furchtbare Erinnerung hatte. Ja. Und deswegen habe ich auch gesagt, Max, bevor wir Kabarett, ich hatte Kabarett, ich lief letztens noch mal im Fernsehen, da habe ich den mal so reingesappt und da habe ich gedacht, oh, da habe ich wieder keine Verbindung gefunden, deswegen habe ich auch gesagt, wir gucken uns jetzt das auf der Bühne, das Musical an, damit ich einfach diesen Ehrgeiz jetzt kriege, ich möchte den Film im Vergleich sehen, und das ist bei mir ja immer so. Und weil ich dadurch, dass ich aber Kabarett so ernst und so traurig und so erbittert in Erinnerung habe, fand ich das umso schöner, dass das sozusagen Sweet Charity dieses Augenzwinkern lebt und dieses Shirley MacLaine auch sozusagen das Gefühl auf mich anlächelt und einfach sagt, immer zeigt, auch egal wie scheiße es läuft, ich hab Hoffnung und ich gebe die Hoffnung nicht auf, und oh, jetzt weine ich, aber morgen lache ich wieder die Sonne an, und das hat mir unglaublich gut gefallen, diese Einstellung. Das fand ich wirklich toll. Ich meine, es ist auch wirklich so, ne? Kabarett ist wirklich der unerbittlichste von allen, unser Jazz ist auch ziemlich bitter, aber ich habe so das Gefühl, unser Jazz ist eine persönliche Geschichte und Kabarett ist wirklich eine Gesellschaftsgeschichte, und die Gesellschaft in den Mitte 30ern in Deutschland, ich finde, Bob Fosse hätte einfach am Ende keinen, also hätte er ja auch noch irgendeinen optimistischen Ausblick machen können, das hat er zu keinem Zeitpunkt vorgehabt, und ich finde ja, es gab auch keinen Grund, es gibt auch heute keinen Grund dazu, sich dazu irgendwie zu besoffen zu machen, aber ich kann das total verstehen, weil er so, Weil wir ja beide ja zwischendurch im Film gedacht haben, wir haben doch gerade Liza Minnelli da gesehen. Das mag wirklich sein, dass sie das ist. Ich glaube auch, das ist sowas wie eine, weil du auch fragtest vorhin, wo kommen diese Tänzer her? Ich glaube, es gibt sowas wie eine Bob Fosse-Tanzgang oder so. Ja, also, mit Sicherheit. Ne? Also, vom Board bestimmt. Ja, auch Leute, mit denen gearbeitet hat, oder ähnliches. Ich kenne ja gar nicht ihre Arbeitsbiografie, aber wahrscheinlich schließt da das eine ans andere an. Und allein dieses Bild, Liza Minnelli und auf diesem Kabarett-Cover so, das hat alles andere gemacht, als anziehend auf mich zu wirken. Ne? Ich war immer so, was ist das so? Und ich konnte das, also, und in dem Film gibt es einen Haufen von Szenen, die maximal irritierend sind. Ich habe neulich zum Beispiel mal aus Kabarett eine einzelne Musiksequenz gezeigt, um mal so eine Wirkung zu erreichen. So.
Und alles, was ich erreicht hatte, war Irritation. Und wir kamen gar nicht über den Inhalt mehr zu sprechen, so, sondern nur über die so. Und ich, insofern ist die Charity wirklich eine erstaunliche Mischung geworden, ne? Also in der, also die, also sind, ich finde, auch heftige Irritationen mit drin, aber tatsächlich genug Honig und Humor drumherum, dass man das auch mitnehmen kann, ne? Also, ja. Das ist Sweet Charity. Bob Fosse. Ja. Ja, jetzt. Ich hatte auch, meine Angst war tatsächlich so ein bisschen wie dieses, oh ja, 2 Stunden 20. Ja, ja, das 30, ist ja 2 Stunden 32, ja, wirklich volles Programm. Das ist schon eine Dingsnummer, und wenn das nicht irgendwann zündet nach einer Stunde oder so, dann könnte das echt hart werden. Ja. Aber es hat, das ist zum Glück nicht so gekommen, also da war auch. Und danke für Pausen. Pausen sind geil. Also es war eine, ist eine tolle Pause in diesem Film gewesen. Die haben wir auch, glaube ich, gut nutzen können. Ich wünsche mir, dass das darf bitte wiederentdeckt werden. Also sehr dramaturgisch. Es ist ja wirklich, also wie die, also die, habe ich das schon gesagt, die sitzt mitten in der Fahrstuhlszene so. Also an dem Punkt, wo aus Panik Liebe wird. Bergauf oder bergab gehen könnte. Aber ich muss auch sagen, Intermissions, ich liebe die auch abgöttisch. Ja. Ich kannte die ursprünglich vom Film Winde verweht, und letztens hatte ich sie bei Funny Girl gehabt, und Gigi hat sie auch. Ja. Und das ist immer der perfekte Moment, erstmal um den Gedanken zu ordnen, wo das, also auch mal für dich selber noch zu überlegen, wo steht jetzt wer, mit wem sympathisiert man wirklich, weil man gar nicht die Zeit hat, manchmal drüber nachzudenken. Und dann halt sich auf Toilette zu gehen und einfach mal nochmal so eine Kopfklasse kriegen und dann einfach sich weiter aufs nächste einzustellen. Und ich meine, diese furchtbaren Pausen, die halt manchmal auch im Kino aufgelegt kriegst, die mitten in der Szene sind. Ja, die Multiplexe haben uns das geklaut. Ja. Ne? Also ich meine, ich kann es ja bei den Bühnensachen, verstehe ich es ja doppelt und dreifach, einfach aus dem Sinne, die Leute, die müssen jetzt echt so fertig sein. Naja, die gehen meistens auch aber auch nach den Akten, ne? Die haben ja auch feste Akteneinteilung. Ja, ich meine, aber das ist ja bei den Filmen, sind das ja auch bewusst, Paul. Auch da ist ja ganz bewusst, an dieser Stelle machen wir die Mission im Medium. Ja, hast du ja quasi sowieso die Bühnenvorlage und orientierst dich daran. Mhm. Aber auch da ist es ja wirklich so, ich habe das ja bei Lohnender Angst, den habe ich zweimal geguckt, und ich habe beide mal an fast der gleichen Stelle an dem einen Tag eine Pause gemacht und ihn am nächsten Tag weitergeguckt. Und in beiden Fällen hat es halt so gut gewirkt, weil dann die Charaktere, die Personen, die mitspielen, und dann geht diese Fahrt los mit dem Nitroglycerin. Und jetzt fieber ich total mit, einfach weil es so auf mich eingewirkt hat durch diese Pause, die vielleicht ein bisschen länger war als gedacht, die aber eigentlich auch nicht vorgesehen ist vom Film jetzt, ne, dass da jetzt Intermission kommt. Aber ich finde, Intermission ist schon, ne, wenn da bewusst jemand sich hinsetzt und sagt, so, an dieser Stelle ist jetzt die kurze Durchschnauf, trink einen Schluck, geh auf Klo, kommst wieder rein, und dann ziehen wir nochmal alle Regler an, auch wenn wir hier schon bei Sweet Charity immer mal ganz ordentlich an den Reglern gespielt haben. Ja. Sag mal, war eigentlich, das ist nur mal zu Interesse halber, bei No. Fragen Sie mich weiter. Ich komme jetzt nicht auf den deutschen Titel. Sag mal, ne? Aber Singing in the Rain. War da auch eine Intermission? Sein. Nicht. Nee, der ist nicht. Nee. Doch, der ist auch recht lang. Also, nee, bei dem habe ich zum Beispiel dann auch wieder gemerkt, so dieses Thema mit den Tanzszenen, ne? Da habe ich das auch ein paar Mal so gemerkt, dass ich, ja, der hat schon echt starke Sequenzen und auch tolle Lieder, aber manchmal, wenn die so tanzen, denke ich mir auch, ich wertschätze die Leistung, die dahinter steht, aber es holt mich halt nicht 100% ab. Also auch da hatte ich das mit diesem Tanzproblem manchmal. Ja, wie gesagt, den Tanz funktioniert bei mir auf Bühne deutlich besser als auf dem Film. Aber ich merke selber, dass ich mich da echt immer mehr annähere. Wo ich halt noch nicht so drauf klarkomme, ist halt in der Tanz so Richtung wirklich Ballett-Qualität. Quasi geht. Ohne. Finde ich unglaublich beeindruckend und sympathisch, als wir Amerikaner Paris die Musikübertragung im Kino gesehen haben. Ich fand das Wahnsinn, was die gemacht haben. Ich fand das eine absolute Leistung. Aber bei West Side Story, glaube ich, ist das mein Grundproblem. Das werden die dann wie die bunten Feen da durch die Gegend hopsen. Das ist jetzt, und dann halt diese relativ, ich sag mal, Sondheim hat ja auch immer diese, ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt hatte, aber privat habe ich es ja schon mal gesagt, bei Sondheim hat immer so gewisse Melodien, die erst beim vierten, fünften Mal meiner Ansicht nach richtig ins Ohr gehen, und dann verlassen sie dich aber auch nicht mehr. Aber erstmal müssen sie rein. Und das habe ich bei Best Head Story zum Beispiel nicht. Dann kommt es für mich diese relativ monotone Musik, und dann hüpfen die da durch die Gegend mit ihrem Ballett verringen und machen Flamencos und drehen sich und Pirouetten, und dann bin ich meistens weg. So, und
Das ist eigentlich schade, weil der Film ist, ich habe ihn immer als Kind gesehen und fand ihn als Kind toll. Ich weiß nicht, warum ich da nicht mehr rankomme, aber ich glaube, es ist dieser Ballettstil. Ich glaube es wirklich. Und ich bin total begeistert, das habe ich zum Beispiel bei Book of Mormons auch gedacht, als wir da waren und die ihren Stepptanz da hingelegt haben auf der Bühne und hingeschmettert haben. Ich dachte, oh ja, da war ich auch begeistert von der Situation, aber ich war auch begeistert, dass ich merke, werde offener dafür. Weil es gab vor ein paar Jahren noch Momente, wo ich dachte, nee, tanzt ja, da gehe ich nicht rein. Das mache ich nicht, weil das für mich verschwendet ist. Das ist bei mir nicht mehr. Ja, also, ne? Also das ist halt so, das ist auch eine persönliche Entwicklung. Und ich fand zum Beispiel die Tanzanleitung, die sie in dem Film waren, fand ich fantastisch. Fand ich ganz toll gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich muss das noch ein letztes Mal aufgreifen, bevor wir hier schließen. Also ich finde ja gerade in All the Jazz da hat mich sehr gefallen. Also da gibt es permanent Tanzszenen, bei denen ich noch nicht wüsste, ob ich sozusagen den Weg gefunden hätte in ein Theater so, ne? Aber in diesem Film bin ich total überrascht, wie ich sozusagen, also mit welcher Intensität die Körperlichkeit des menschlichen Tanzes so in all seinen Facetten und Formen, ne? Und es gibt da ganz viele verschiedene Varianten und in einer Szene spritzt einen sozusagen förmlich Schweiß und Anstrengung ins Gesicht so, ne? Also das ist wirklich ganz außergewöhnlich, als hätte Bob Fosse auch nochmal sozusagen mit Kino nochmal zeigen wollen, was eigentlich alles gerade passiert, wenn da, also es gibt ganz viele Probenszenen in All That Jazz, so, ne? Und was da sozusagen so dahinter steckt, so, also welche Kraft da drin ist, ne? Und wahrscheinlich ist das wirklich eine menschliche, persönliche Entwicklung so, dass man überhaupt offen dafür ist, so, also für so Körperwahrnehmung, so, ne? Ich kann das, also. Ja. Weil du gerade nochmal abspritzen gesagt hast, das fand ich dann noch hier bei Finally Somebody Loves Me, Somebody Loves Me Finally, wo dann eben diese ganzen Dings und dann kommt einmal so dieser, das wird glaube ich rausgezoomt und dann kommt die Fontäne noch so und dann ist, ich so, ah, das ist aber ist ganz schön doll und die war auch wirklich relativ kurz, also, ne, so, blink and you'll miss it, fand ich auch so, da kommst du mal ganz kurz durch, so, und genauso wie ja auch der Spruch dann von den Damen am Telefon so, naja, ein Mann, der sich rasiert, der hat aber was vor, du, ne, und das Kind kannst du dann Niki nennen oder Nick. Also eine Sprüche dann doch nochmal. Kam dann auch nochmal durch. Ja. Damit haben wir es eigentlich so, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir, was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Victoria gesehen, Victor? Victoria? Genau. Das ist sozusagen aus dem Deutschen. Ne, warte, das war Deutsch, ne? Gott, schon so lang, Gott, wie lange ist denn das her? Es kommt mir gefühlt so ewig lang vor. Ja, so viel passiert zwischendurch. Jetzt heißt sie Charity. Genau, ja, amerikanisch, jetzt, genau. Ja, jetzt bin ich dran, ne? Hast also, du schon entschieden? Eigentlich hatten wir ja ursprünglich gesagt, als wir damals zusammen saßen, dass ich so Biss nehme. Jetzt ist das Problem tatsächlich. Ach ja, richtig. Ach ja, stimmt, da war ja. Jetzt ist jetzt bei mir das Problem, das wollte ich nochmal kurz erklärt haben. Dadurch, dass wir ja nur in London waren. Ja. Und die Musicals da tatsächlich, obwohl London eine absolut teure Stadt ist, einem so furchtbar hinterhergeworfen werden, deswegen ich einen Koffer voll Musicals raus habe. Also ohne Witz, mein Untertisch ist komplett aufgefüllt. Ja, wundervoll. Weiß ich noch nicht genau, ob ich wirklich so bis bleibe oder ob ich auf eine ganz spontane Art. Also ich muss jetzt sagen, ne, ganz kurz, ich habe die Fassung, die Blu-ray habe ich in die UFDB eingetragen, deswegen habe ich auch mal kurz in den Film reingeschaut. Von so ein paar, so ein paar Sekunden und habe so gedacht, oh ja, das könnte sehr interessant werden. Also ich habe einfach ein gewisses Interesse ist an diesem Film, als ich so reingelauscht habe. Und dann habe ich heute Little Shop of Horrors eingetragen und habe auch so gedacht. Ja, dafür freue ich mich ja sehr. Oh ja. Die, den kennt ihr beide noch nicht? Das Titellied geht ja voll ins Ohr. Ja, ich habe den Soundtrack, den kann ich in auswendig, weil ich liebe diese Musik, aber ich kenne den Film noch nicht. Interesting. Christina, meine Frau, ist ein großer Fan davon. Also ich würde jetzt vorschlagen, das bleibt dabei, dass sozusagen dir gehört der dritte Film in unserer Musical-Reihe. Ja, ich möchte jetzt aber auch nicht mehr nicht jetzt, du musst dich jetzt, nee, also wieso denn? Also ich glaube übrigens, dass du bist, eine ziemliche Katastrophe ist, was wird eine verdammt interessante Katastrophe. Ich bin nicht unterwegs im Sinne von, wir sind ja frei von diesen verkopften elitären Wahn. Wir müssten jetzt hier irgendwie eine Retrospektive über Musicals machen oder so, die irgendwas in sich Stimmiges erklärt, sondern so stoßt. Nee, also ich finde es total cool, dass so wie die ja da heute zugehört haben, oft mitkriegen, dass ihr gerade sozusagen Musicals aus ganz vielen Ecken sozusagen so aufsaugt. Und ja, da unterm Tisch ist sagen bei euch ist ein Riesenstapel. Und ich wünsche mir eigentlich nur, dass du sozusagen
also wir gucken den Film ja zu dritt so. Und ich würde mich freuen, wenn wir ihn zu dritt entdecken so. Und mir macht das total große Freude. Das wünsche ich mir so, ne? Und ansonsten entscheide das. Und wir, von mir aus können wir uns das nächste Mal wieder bei euch treffen und du sagst, wir finden das dann gemeinsam raus, wenn du das nicht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dadurch, dass ich die Qual der Wahl habe und es auch nicht leicht, mir auch nicht leichter gemacht habe, dass es dann eine relativ spontane Kiste tatsächlich auch für mich sein wird. Was ja, dann machen wir das so. Es ist total geil, diesen Schatz da zu haben und ich weiß jetzt schon, dass ich davon drei Viertel nicht kennen werde. So. Also, das glaube ich gar nicht mal meinen, ne? Aber ich glaube, zum Beispiel das letzte Mal war ich extrem überzeugt, wie ich nehme The Risk und heute bin ich gerade überzeugt, sei mal egoistisch, nimm mal West Side Story, du willst eigentlich wissen, wie der Film ausgeht. Und ich war auch egoistisch, weil, du wirst, habe ich ja erzählt gehabt, dass er so lange rumsteht und ich dachte, es wird keine bessere Gelegenheit geben, als ihn mit euch zu dritt hier zu gucken. So. Aber hat sich auch gelohnt, das Warten, ne? Also von daher wollte ich an dieser Stelle nichts sagen, was das nächste Mal auf euch zukommt. Ja, das ist doch cool. Ich bin selber gespannt, ich freue mich auch, wenn ich mich selbst überraschen kann. Sagen wir mal ehrlich, aber wichtig ist, dass es Musical ist. Ja. So. Also, liebe Menschen, die ihr uns hier zuhört. Ihr könnt vielleicht auch noch Vorschläge machen. Nee, sag das doch nicht. Jetzt macht jemand noch Vorschläge. Was machst du denn? Nee, aber du kannst mich gerne inspirieren. Vielleicht habe ich es ja wirklich zu Hause im Kästchen. Kalli, alles, was du glaubst, was es dir einfach macht, macht es dir nur schwer. Nee, aber wieso? Ich werde dann sagen, wenn ich den schon kenne, dann schmeiße ich das und dann ignoriere ich das natürlich. Also, bitte. Ich war ja eindeutig hier. Also, ihr wünschen sich aber Menschen Vorschläge. Aber komm, gib mir was, Ja. Ich meine, wir hatten, glaube ich, bisher nur eine Rückmeldung zu unserem Musical-Ausgabe, die war, ich gucke sonst keine Musicals, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung? Nee, es gab doch bei Victor und Victoria war doch die Rückmeldung zum einen, ob wir mit den psychologischen Präferenzen oder was das war hier, vom Sonntagssoziologen. Ja, da war ich jetzt einfach erstmal nur angenehm. Dann war das hier irgendwie Walter Hill, glaube ich, hier, Dennis Nice. Ne? Ja. Der ja sagte, genau, dass also Musicals sind jetzt gerade nicht so sein Beuteschema, um das jetzt mal. Ja, ne, ist ja auch. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Dafür sind wir ja da hier, genau, um diese Vorurteile ein bisschen vielleicht abzubauen. Ich wollte gerade sagen, also liebe Menschen, falls hier jemand zuhört, der nur das hören möchte, was zu seinem Beuteschema passt, können wir euch versprechen, das war noch nie unser Anspruch. Und falls irgendeiner jetzt irgendein Musical geguckt hat, weil wir hier so viel über Musicals reden, das würde mich auch sehr interessieren einfach. Das wäre die Mission. Mich würde es total freuen. Oh, eins fällt mir aber gerade auf, so, ne? Also, ich bin schon froh, was wir gerade noch mal so entdecken, weil unterm Strich sowas wie La La Land, also danke, dass es sozusagen so viel Furore gemacht hat, dass so viele Leute auf die Idee kommen sind, sie müssen sich jetzt Musicals angucken, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Aber das ist so ein Film zum, also der fällt so weg. Das ist so, also wirklich. Was? Also ich habe ihn zu Hause stehen und ich habe ihn noch nicht gesehen. Entschuldigung. Ein toller Film, kannst du dir angucken. Nein, die kann man. Na, wieso? Umso besser kann ich ja nur finden, ne? Nachdem wir dieses Ich habe da so geteilte Meinungen gehört, ne, über den Film tatsächlich. Genau, und ich merke gerade, also ich habe den gerne geguckt und hatte ein bisschen leeres Gefühl danach. Und das wird nach so einem Film wie heute auch nur noch leerer, ne? Also einfach so zu merken, ja, das ist wie so ein Quentin Tarantino jetzt für die Musical-Welt, der noch nicht alle Sachen beisammen hat. So, das braucht noch drei Filme, bis da richtig großartige Sachen bei rauskommen. Also, aber ist schon sehenswert. Und ich meine, die Minuskruste war ein Gosling. Gott sei Dank reden wir schön über alte Filme. Dann es ist ja das Weil wahrscheinlich habe ich schon 20 Hörer jetzt deswegen verloren. Ich höre, was war in der Second Unit? Hallo? Ja, genau. Aber das ist ja auch schön. Die Second Unit, der Filmpodcast von Christian Steiner, haben dann auch gedacht, dann gucken wir mal ein paar ältere Musicals. Und dann fällt denen auf, dass die Regenschirme von Chabot und West Side Story, da hat man dann schon alles, was dem Chazelle so eingefallen ist. Achso, was haben die denn die Jungs zu West Side Story gesagt? Also das kannst du in der Folge von Second Unit hören. Da hat er, glaube ich, als Gast, ich bin nicht mehr sicher, eine Dame gehabt, ob das jetzt die Annemarie war. Ich glaube, das war oder? Die auch als Kostümbilderin schon gearbeitet hat, die auch ein bisschen vom die auch demnächst, bin ich auch sehr gespannt, gibt es dann hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte jetzt irgendwann im September, Oktober, den Podcast Klassiker Fable. Ich bin gespannt darauf. Also bei Twitter Kostümfrau, ja. Annemarie heißt sie, glaube ich, macht dann ihren eigenen Podcast und soll auch eben Richtung ältere Filme gehen, mindestens 25 Jahre alt. Also eine sehr originelle Idee, die wir unterstützen können. Auch wenn du jetzt gerade als Gast hier bist mit Kali, aber bei all dem Testosteron, was Wiederaufführung, ein Filmarchiv, Episode Heinz und sonst, wie wir alle heißen, hier versprühen, ist es immer sehr schön, so. Das müssen wir mal hervorheben, das ist der erste Filmpodcast in Deutschland.
Deutschland, der von einer Frau gestartet und moderiert wird, oder? Spätfilm. Ja, sorry, Paula, aber die Daniel hat den Scheiß offensichtlich also angestiftet. Also Podcast an sich oder Filmpodcast? Oh, oh. Ja, nein, Filmpodcast und, natürlich. Nee, in der Podcast-Welt gibt es ganz schön viele Frauen. Ja, hier Klassiker der Filmgeschichte, die Kulturpessimisten. Ja, ja, alles nur Grüppchen. Ich rede hier von Einzel. Ja. Ja, nee, das stimmt schon. Alles ja, nee, aber nee, wir, diese steile These, da ja, sind wir da. Das Testosteron nervt einfach, ist. Kali, das ist, glaube ich, das, was Max gerade auch also vielleicht andeuten konnte. Es ist wirklich unfassbar männlich dominiert, das ganze Gesabbel über Film so, ne? Und ich bin tatsächlich auch froh, dass das, dass wir uns das langsam ein bisschen wegnehmen lassen. Ich finde es ja schön, dass ich euch deswegen in diese Musikwelt reinredet gekriegt habe. Wird ja meistens auch mal den Frauen eher so zugeschrieben, was ja auch Quatsch ist eigentlich. Ja, ja. Deswegen wollte ich gerade sagen, das wäre total schade, wenn es sozusagen jetzt immer ein Musical bräuchte, damit Frauen im Podcast auftauchen. Das hast also wenn man jetzt alle Filmtitel aufziehen würde, bei denen du schon dabei warst, hast du so herrlich schön. Hades, Red Dawn. Ja, ja, eben. Weißt du, hi, meine erste Lieblingsfolge. Also, das ist das geile Lücke, und das hast du schon total schön. Also aufgelockert, also ich bin da auch völlig fern von, dass es Filmgenres gibt, die nur einem bestimmten Geschlecht. Was Frauen schauen. Aber jetzt mal eine ganz andere Frage, jetzt wo du es gerade mit dem Podcast erwähnt hattest. Ihr Podcast sind da mindestens 25 Jahre und älter. Habt ihr da eigentlich so eine Präferenz, dass ihr sagt, oh, muss mindestens 15 Jahre ja, wir sein? Oder wir habt mal ihr sowas gemacht, wie glaube ich, also wenn eine 2 im Erscheinungsjahr vorne steht, dann ist das noch ein bisschen sehr jung. Aber wir haben ja auch unsere Ausnahmen. Also ich habe im Horror Oktober mal so ein paar. Also wenn ich jetzt 99 jetzt American Beauty anschleppen würde, würdet ihr sagen, oh, na gut, oder war es noch zu jung? Nee, da würden mittlerweile alle sagen, nee, da spielt ein Mann mit, also über den können wir nicht mehr reden. Davon halte ich ja persönlich gar nichts, aber meinetwegen kann man über den Film reden. Der jüngste Film, den wir hatten, habe ich mich ja auch getäuscht, war Hitlers Hollywood. Na gut, aber das ist nicht Dokumentarfilm von vor 2 Jahren. Ja, ja. Aber also wie gesagt, im Endeffekt, wenn wir der Meinung sind, wir haben was dazu zu sagen oder wollen drüber reden, dann werden wir darüber reden. Aber grundsätzlich geht der Blick natürlich zurück. Also wenn ihr so eine extra Runde macht, dann können wir auch mal für mich eine Interessensfrage. Ich habe ja nur zu Hause mittlerweile auch eine schöne Sammlung aufgebaut an Original-Videoaufnahmen von Original-Stage-Produktionen. Ah, okay. Und würde denn sowas bei euch auch gehen oder zählt das ja nicht in die Musical-Dings rein? Weil das hat ja auch alles mit Schnitt und alles. Das ist ja so ein grenzwertiges Thema, ne? Weil es nicht im Kino gelaufen ist, passt das auf jeden Fall nicht in den Wiederaufführungs-Podcast. Ich finde, ihr müsstet euch mal langsam überlegen. Das war ein klares Nein. Das Ding ist, was mir noch gleich auch noch alles einfällt, welche Formate, die nicht in dieses Raster passen, alle dringend mal besprochen werden müssen. Ich möchte es mir gerade tatsächlich auch deswegen einfach machen, weil ich ja merke, also wenn wir bei monatlich bleiben können, das, was wir ja schon auch eher leidlich schaffen. Gerade hiermit. genau. Dann weiß ich, okay, das ist ein total schönes Ziel, 12 alte Filme im Jahr zu besprechen. So, das ist, glaube ich, die Wiederaufführung. So, da bin ich total guter Dinge. Dass dieses Podcast-Equipment sich auch zum Aufzeichnen anderer Podcasts eignet, das sehe ich auch so. Also tut euch bitte keinen Zwang an. Gibt heutzutage auch wirklich ganz schön coole Möglichkeiten, das ohne den ganzen aufregenden Kram, den ich für Wiederaufführungen mache, sowas zu publizieren. Weil ne, sowas wie Soundcloud ist ja quasi das YouTube für Ton. Das heißt, da kann man einfach, ohne dass man irgendwas von Webseiten versteht, auch einen fertigen Podcast hochladen und den kann man bei iTunes dann auch runterladen oder so. Ne? Also vielleicht sollten wir denn mal so rangehen, ne? Und dann stehe ich auch total gerne so als Gast zur Verfügung. Ich merke gerade so, dass wahrscheinlich das, also weißt du, wie ich meine? Ich würde das auch gerne aus der Hand geben an der Stelle so, ne? Ja. Also, ist total geil, wenn jemand anders die Verantwortung für so einen Podcast hat. So. Mir reicht. Ja, kann ich bestätigen. Ja. Also bitte, also wirklich. Und wenn du Stage-Produktion, wäre ich auch richtig neugierig, wenn mich das durchaus interessiert, weil es ja, also als ich mich mal für einen Moment so mit Londoner Theater beschäftigt habe, weil wir zufällig in London da waren, ging dann so ein ganzer Kosmos auf, weil natürlich Theater ja dann nicht nur dann, sondern auch schon früher war und wie der und der hat die und die Rolle und also ich glaube, das war damals wann war denn das, also da hat Danny Boyle am Theater inszeniert, Benedict Cumberbatch spielt Frankenstein, ja, also wow. Also nur als der Cineast war dann quasi sofort angesprochen
Und dann reichte schon eine Vorführung im Don mal über von Streetcar Named Desire, Endstation Sehnsucht. Geil. Also zu wissen, dass es diese Sachen gibt. Wenn du sagst, du hast Kassetten, du hast so Originalkassetten oder findest du interessante Blu-rays jetzt, oder? Achso, richtig. Nee, richtig Blu-rays. Also jetzt, ja, okay. Was weiß ich, von Le Miserable, dann von Rand von der letzten Broadway-Aufführung. Dann hatte ich mir jetzt. Was? Billy Elliot? Billy Elliot, das wird ja als das beste Musical aus Großbritannien gehandelt bisher. Was habe ich noch? Achso, dann habe ich heute Frosch eingetroffen, Krieg der Welten als Musical, mit der, als okay. Wo denn der... Wirklich der Krieg der Welten, ja. Krieg also, der Welten, das kommt der Oberkracher, die Stimme der Außerirdischen ist kein geringerer als Liam Neeson in dieser Aufführung und also ich habe da schon eine kleine Sammlung aufgebaut tatsächlich, wo ich Sachen, wo man die halt nicht mehr laufen, aber wo halt sozusagen für die Nachwelt immer festgehalten wurde, wer es sehen wollte, kann es jetzt sehen. Und das ist ein wirklich kleiner Nischenmarkt tatsächlich. Das ist wirklich schwer, da ranzukommen, weil das auch schwer, also mal blöd, das ist auch jetzt mal, ich Saturn außen vor, wenn ich jetzt im Onlinehandel bin, das auch gezielt zu suchen. Das gibt's auch, ist sehr, sehr schwer, irgendwelche richtigen Worte dafür zu finden, das zu kriegen. Ja. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich habe ja genug andere Sachen noch, also von daher Überraschung, was nächstes Mal kommt. Ja, ich bin gespannt. Also, das sind wir alle. Und ob das in einem Monat der Fall ist, da bin ich auch schon gespannt. Na, jedenfalls würde ich sagen, auf Wiederhören. Ihr könnt darauf sicher gehen, es kommt eine neue Folge. Ja. Aber Sommer ist jetzt auch, also. Ja, wir machen weiter. Auf jeden Fall, ich bin auch dabei. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Tschüss. Ciao.